Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Publikum draußen an den Bildschirmen, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend uns zugeschaltet sind, hier hingekommen sind zu unserer Halbzeit in unserer Reihe Demokratie, Visionen, Versprechen, Vermessungen, die wir seit letztem Semester hier am Institut für Zeitgeschichte durchführen. Eine Reihe, in der wir danach fragen, was können wir Neues über die Demokratie in einem Moment sagen und erfahren, in dem ihre Selbstverständlichkeit abhanden gekommen ist. Und diesen etwas beunruhigten Blick auf die Gegenwart versuchen wir mit zeithistorischer Expertise etwas zu erhellen. Und dafür haben wir heute Herrn Schönberger gewonnen, der zeithistorische Expertise mitbringt, obwohl er kein Zeithistoriker ist. Seit 2020 ist er Professor für Staatsrecht, Staatsphilosophie und Rechtspolitik an der Universität Köln. Er ist also ein Jurist, aber ein Jurist mit Blick auf größere Zusammenhänge und ein besonderes Interesse für das Gewachsensein von juristischen, vor allem verfassungshistorischen Konstellationen. Das zeigte sich schon, also dieser etwas weitere Blick zeigt sich schon daran, dass er nicht bloß hier in Deutschland, sondern auch in Paris studiert hat. Dorthin ist er auch später als Gastprofessor zurückgekehrt, wie auch an die USA. Und das passt zu ihrem Interesse daran zu schauen, wie sind die Dinge denn, wenn man sie mit anderen Systemen, Orten und Gewohnheiten eben in Vergleich setzt. Sie haben bei Bernhard Schlink, den die meisten von uns wahrscheinlich als Buchautor von der Vorleser kennen, über staatsrechtliche Parlamentarismustheorie im Deutschen Kaiserreich promoviert. Und ihre Habilitation ging dann über die Frage, wie Bürgerschaft in der Europäischen Union rechtlich zu fassen ist. Hier unserem Publikum sind Sie vermutlich stärker durch Ihr Buch von 2011 über das entgrenzte Gericht zusammen mit anderen Autoren bekannt. Eine kritische Bilanz des Bundesverfassungsgerichtes nach 60 Jahren. Und an diesem Buch sieht man schon die historische Perspektive, die Sie gerne auf Ihren Gegenstand werfen. Und man sieht auch etwas anderes, nämlich die Freude an der zuspitzenden, schönen Formulierung. Und dafür haben Sie etwa dafür, dass das Bundesverfassungsgericht überhaupt zum Verfassungsorgan geworden ist, die schöne Formulierung gefunden, das sei das Ergebnis einer kühnen Selbstüberhöhung des Gerichtes aus dem Jahre 1952. Ich kann Ihnen also schon verraten, es macht Spaß, diese Bücher zu lesen. Auch das neueste Buch, das ich mitgebracht habe, auf der Bank, macht ausgesprochene Freude. Es könnte aus historischer Perspektive sozusagen den Material Turn aufgenommen haben, denn es fragt nach der ungeschriebenen Verfassung der Dinge. Es spannt den Bogen vom Ancien Regime bis hin zu den Schimpfkanonaden der AfD im Reichstag und zur Handtasche der Kanzlerin. Was es sonst noch so alles enthält, möchte ich jetzt nicht spoilern, sondern überlasse Ihnen die Bühne und freue mich auf den Vortrag. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Gotto, für diese freundlichen einführenden Worte. Meine Damen und Herren, wenn wir über Plenarsäle sprechen, dann sollten wir uns zunächst vergewissern über einen sehr grundlegenden Sachverhalt. Demokratie braucht Orte. Die Bürger selbst oder ihre gewählten Repräsentanten müssen sich versammeln, um über die gemeinsamen Angelegenheiten zu beraten und zu entscheiden. Wort und Ort müssen auf irgendeine Weise zusammenkommen. Und deshalb ist der Plenarsaal des Parlaments bis heute der zentrale Ort der Demokratie. Sicherlich sind nun Plenarsäle zunächst einmal recht handfest eine praktische Bauaufgabe.
beschäftigen nicht in erster Linie Juristen und Zeithistoriker, sondern Bauverwaltungen und Architekten. Die müssen sich mit Problemen wie Heizung, Lüftung, Beleuchtung und Akustik herumschlagen. Und jeder, der nach Literatur über Plenarsälen sucht, wird erstaunlich häufig in Architekturzeitschriften fündig und nicht so sehr bei den Historikern oder bei den Juristen. Plenarsäle sind doch zugleich immer sehr viel mehr. Die Topografie des Plenarsaals hat immer auch eine symbolische Bedeutung. Der Plenarsaal deutet das jeweilige Verfassungsgefüge ohne Worte aus, ohne Worte und vielleicht gerade deshalb besonders wirkmächtig, sowohl gegenüber seinen Nutzern als auch gegenüber den Beobachtern, die wir alle natürlich für das parlamentarische Geschehen sind. Ich meine, dass der Blick auf die Plenarsäle und in die Plenarsäle einen aufschlussreichen Zugang zur deutschen Demokratiegeschichte ermöglicht, der eigentlich häufig zeithistorisch sowie juristisch nicht besonders stark genutzt wird. Und insofern haben Sie völlig recht, Herr Gotto, wenn Sie das in gewisser Weise einen Versuch nennen, den Material Turn aufzunehmen, sich sozusagen von den Sälen, von den Objekten her, Verfassungen und Demokratien neu zu nähern. Eigenheiten, Merkwürdigkeiten, besondere Traditionslinien der jeweiligen Demokratiegeschichte und gerade auch der deutschen werden in den verschiedenen parlamentarischen Plenarsälen im wörtlichen Sinne greifbar. Ich möchte das Ihnen heute Abend am Beispiel der nationalen deutschen Plenarsäle der letzten 150 Jahre etwas näher vorführen. Vom ersten eigenen Sitzungssaal des Reichstags, geschaffen provisorisch im Sommer 1871, bis hin zum heutigen Bundestag, der ja seit 1999 wieder im Berliner Reichstagsgebäude tagt, wenn dieses auch wesentlich ein entkerntes Gebäude ist, ein ganz anderes Gebäude als das, was ursprünglich Paul Wallot in den 1890er Jahren einmal errichtet hat. Nun muss man sich zunächst vergegenwärtigen, dass die symbolische Kraft von Plenarsälen nicht in erster Linie mit äußerem Pump und Prunk zu verwechseln ist. In deutschen Plenarsälen ist es mit Pomp und Prunk ohnehin traditionell nicht so sehr viel her. Nicht erst in der Bundesrepublik, die ja ohnehin mit einer etwas sparsamen Staatsästhetik aufwartet, sondern auch schon vorher waren die Plenarsäle deutlich weniger prunkvoll und pompös, als wir das von vielen unserer westlichen Nachbarländer bis heute kennen. Wir haben keine Thronrede im Oberhaus anzubieten wie in Westminster. Und unsere Parlamentspräsidenten werden auch nicht von einer uniformierten Garde an die Schwelle des Plenarsaals geleitet, wie das in Paris im Palais Bourbon bis heute mit großer Inbrunst zelebriert wird. Aber ich meine, dass die Raumordnung der Plenarsäle gerade auch ohne großen äußeren Pomp wirkt und keineswegs, wie man ja vielleicht vermuten könnte, in modernen Massendemokratien in purer Funktionalität aufgeht. Da müssen eben Menschen zusammenkommen, beraten und sich austauschen. Und das braucht sozusagen keine besondere symbolische Dimension. Das glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil glaube ich, dass die symbolische Dimension bei Plenarsälen unausweichlich ist. Ein besonderes Gespür für diese symbolische Macht des Plenarsaals haben nicht zuletzt gerade die Gegner der Demokratie. Herr Gotto, Sie haben ja eben schon darauf hingewiesen, dass die Demokratie ihre Selbstverständlichkeit verloren hat, leider auch in der westlichen Welt. Und der Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 war ja gerade auch ein Sturm symbolisch auf Plenarsäle. Und wer den QAnon-Schamanen am Platz des Senatsvorsitzenden hat sitzen sehen, der weiß, wie stark, wie mächtig dieses Bild im Grunde in die Symbolik ins Herz des Plenarsaals hinein gezielt hat. Und das war natürlich kein Zufall. Was man sich, glaube ich, grundsätzlich klar machen muss, wenn man sich mit Plenarsälen näher beschäftigt, ist, dass es zunächst einmal ein Ort für Versammlungen ist. Und dass Orte von Versammlungen eigentlich immer durch ihre Raumdisposition geprägt werden. Überall in jeder Art von Versammlung, auch in der Art von Versammlung, wie wir sie heute Abend hier machen, ist durch die Raumdisposition in großem Umfang klargestellt, in welcher Weise wer tätig werden kann. Wer sitzt vorne? Wer sitzt hinten? Wer sitzt erhöht, wie zum Beispiel hier der Referent?
Wie sind die Stuhlreihen angeordnet? Zum Beispiel in Reihen hintereinander nach Art eines klassischen Klassenzimmers oder der Vortragsbestuhlung, wie wir sie hier vorfinden. Ist der Saalboden flach oder steigt er vielleicht an? Alle diese Umstände prägen die jeweilige Versammlung, prägen die Interaktion der Anwesenden, prägen das, was an Kommunikation in dieser Situation überhaupt möglich ist und prägen gleichzeitig auch die Grundvorstellungen der Beteiligten und Dritter von dieser Versammlung. Im Hinblick auf Plenarsäle ist es nun so, dass sich der Blick traditionell sehr gerne erst einmal auf die äußere Form der Parlamentarierplätze konzentriert. Da haben wir sozusagen ein klassisches internationales Vergleichspanorama. Das Rechteck von Westminster wird aufgerufen. Der Halbkreis aus Paris wird aufgerufen. Und irgendwo dazwischen gibt es dann auch noch das Hufeisen, das irgendwie zu vermitteln scheint, etwa in Ungarn oder in Irland. Wenn man sich von diesen sozusagen äußeren architektonischen Arrangements in erster Linie her dem Problem nähert, gewinnt man allerdings eine Dimension nicht in den Blick, die mir sehr zentral erscheint und die typischerweise bei den Sitzordnungen der Parlamente eigentlich vernachlässigt wird. Und das sind die Plätze für die Regierung. Wenn man nur auf Parlamentarierplätze guckt, verliert man aus dem Blick, dass die meisten Plenarsäle in irgendeiner Weise mit dem Problem konfrontiert sind, die Regierung zu platzieren. Und dass gerade in dem Arrangement, das sie treffen, um Regierungsvertreter in dieses Setting zu integrieren, sie in vielerlei Hinsicht verfassungsrechtliche Grundfragen ausdrücken, Konzeptionen ausdrücken, Vorstellungen ausdrücken. Und genau auf diese Regierungsplätze im Plenarsaal möchte ich heute sehr stark Ihren Blick lenken, zumal gerade die deutschen Plenararrangements ohne einen Blick auf die Regierungsplätze schlechterdings eigentlich gar nicht zu verstehen sind. Warum ist das nun so entscheidend mit der Regierung? Die Regierung ist in unseren modernen Demokratien der zentrale politische Machtfaktor neben und mit dem Parlament. Die Interaktion im Plenarsaal ist unter heutigen Bedingungen, und sie ist es eigentlich auch seit dem 19. Jahrhundert schon, auch und gerade Interaktion zwischen Parlament und Regierung. Das gilt natürlich erst recht in einem parlamentarischen Regierungssystem, wie wir es heute unter dem Grundgesetz haben, in dem die Regierung der Parlamentsmehrheit entstammt und von dieser Parlamentsmehrheit getragen wird. Hier ist für die Wahrnehmung des Plenarsaals sowohl durch die Parlamentarier als auch durch die breitere Öffentlichkeit die Interaktion zwischen Regierung und parlamentarischer Opposition schlechthin zentral. Der Plenarsaal hat heute in erster Linie die Funktion, diese Interaktion öffentlich zu inszenieren. Und wie er sie öffentlich inszeniert, das kann eben vom Raumarrangement her sehr, sehr unterschiedlich sein. Und wie die Plenarsäle dieses Raumarrangement anlegen, das prägt die Interaktion in diesen Plenarsälen. Und es prägt natürlich auch unsere Wahrnehmung als Bürger, die von den Plenarsälen ja in der Regel durch Bilder, YouTube-Clips und Ähnliches sozusagen erfasst werden und damit indirekt der Einwirkung durch diese Raumarrangements ausgesetzt sind. Meine These wäre, dass freiheitliche Parlamente immer auf je besondere Weise die Möglichkeit von Dissens im Verhältnis zur Regierung inszenieren, dass das die zentrale Funktion des Plenums in den Plenarsälen parlamentarischer Demokratien unter freiheitlichen Bedingungen ist. Es geht um die symbolische Inszenierung von Dissens, gerade auch gegenüber der Regierung und damit auch um die legitime Darstellung von Dissens in einem Raum, der diesem Dissens seinen Platz gibt. Und deswegen ist es interessant zu fragen, wo ist denn dieser Platz und wie positioniert sich die Regierung zu dieser Möglichkeit von Dissens, die die eigentliche Rechtfertigung parlamentarischer Plenarsäle ist. Wenn man nun ganz grob eine vergleichende Typologie von Plenarsälen entwickeln möchte, um etwas besser einzuordnen, was wir da in Deutschland machen, seit 1871 in bestimmter Form, die sich immer wieder modifiziert hat, machen. Und darauf komme ich dann gleich näher zu sprechen. Dann kann man im Grunde sehr vereinfacht zwei Grundtypen von Plenarsälen unterscheiden. Den einen Typus kennen wir nicht so sehr aus westlich-parlamentarisch-liberalen Systemen, sondern wir kennen ihn
von dem räumlichen Erscheinungsbild her aus den kommunistischen Systemen. Die kommunistischen Systeme sind aus meiner Sicht die idealtypische Verkörperung des hörig-autoritären Typus eines Parlamentssaales. Hier haben wir zahlreiche Regierungsvertreter, das ist ein Bild vom Volkskongress in Peking, zahlreiche Regierungsvertreter in erhöhten, ansteigenden Bankreihen, die hinter dem Präsidium sitzen, einen mächtigen Block bilden. In parallelen Reihen hintereinander gestaffelt sitzen dann die Abgeordneten ihnen gegenüber. Eigentlich auch in erster Linie eine Klassenzimmerarchitektur, wenn auch mit leichten Andeutungen einer Krümmung. Das ist eigentlich das idealtypisch autoritäre Kommunikationsmuster. Hier geht es nicht um die symbolische Inszenierung von Dissens gegenüber der Regierung, sondern hier geht es gerade darum, den gesamten Saal auf die machthabenden Organe auszurichten, auf deren Verkündigung, auf deren Planung, auf deren Wahrheit. Und wir kennen das ja auch aus der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, denn die Volkskammer der DDR hat in deutsch bescheidenerer Weise natürlich, anders als in Peking, dieses Grundarrangement der kommunistischen Plenarsäle in ähnlicher Weise reproduziert. Und auch da genau dieses Moment, Klassenzimmerarchitektur, die auf eine erhöhte, aus langen Reihen bestehende Machtzentrale konzentriert wird, die sozusagen die Autorität verkörpert. Das wäre der hörig-autoritäre Typus. In den westlichen Traditionen von Plenarsälen gibt es in wechselnden Formen irgendeine Form eines stärker diskursiven Typus. Eines diskursiven Typus, der die Inszenierung von Dissens auch und gerade gegenüber der Regierung erlaubt. Und ich will es an drei Beispielen kurz vorführen, die Ihnen allen in der einen oder anderen Form natürlich bekannt sind. Das allerbekannteste selbstverständlich Westminster mit der unmittelbaren Gegenüberstellung von Regierungsvertretern und Opposition. Bänke, die sich gegenüberliegen, idealtypisch verkörpert natürlich in der Prime Minister's Question Time, wenn der Premierminister am Tisch des Hauses dem Oppositionsführer sehr nah gegenübersteht und ein unmittelbarer Auge-in-Auge-Dialog zwischen Premierminister und Oppositionsführer geführt wird. Stärker kann man Dissens, und zwar legitimen Dissens, eigentlich nicht inszenieren, als es Westminster macht. Und deswegen gibt es ja auch eine traditionelle deutsche Sehnsucht nach Westminster, die jedenfalls bis ins 20. Jahrhundert angedauert hat und in der Gegenwart natürlich durch die etwas triste Entwicklung des britischen Parlamentarismus vielleicht etwas gemäßigt wird, aber jedenfalls die Sehnsucht nach dieser direkten Interaktion, nach dem Gegenüber, nach dem Austausch von Angesicht zu Angesicht eigentlich idealtypisch vermutet. Das haben wir so in Westminster, aber Westminster ist natürlich ein sehr spezieller Typus, der in der Welt im Grunde genommen nur in von Großbritannien geprägten Systemen Nachahmer gefunden hat. In Kontinentaleuropa haben wir ja kaum diese Säle. Für Kontinentaleuropa ist vielmehr dieses Modell prägend geworden und dieses Modell ist eigentlich das zweite direkte Interaktionsmodell, das ist das französische Modell. Im französischen Modell ist es so, dass natürlich Frankreich in den 1790er Jahren den Halbkreis erfunden hat und dann exportiert hat, mit Verspätung dann auch nach Deutschland. Und dann aber in einem sehr komplizierten Prozess, den ich hier nicht nachzeichnen kann, Regierungsplätze in dieses Arrangement eingefügt hat. Und das Bemerkenswerte am französischen Modell ist, die Regierungsplätze werden als Teil der Abgeordnetenplätze inszeniert. Und zwar in den ersten beiden Reihen der Abgeordnetenplätze. Wir haben also gegenüber dem Rednerpult im Palais Bourbon zwei Reihen, in denen die Regierungsvertreter sitzen. Und auch da ist klar, wir haben ein direktes Interaktionsmodell und die Möglichkeit der Inszenierung von Dissens gegenüber der Regierung Auge in Auge ist auf andere Weise auch in diesem Modell selbstverständlich etabliert. Die Franzosen haben länger gebraucht, um das zu etablieren. Es hat sich letztlich in der heutigen Form erst in den 1830er Jahren durchgesetzt. Aber seither ist das die stabile Form, in der Frankreich diese Auseinandersetzung, insbesondere zwischen der parlamentarischen Opposition und der Regierung, symbolisch inszeniert im Plenarsaal. Auch hier direktes Gegenüber, wenn auch ganz anders als in Westminster. Und ein drittes Modell ist das italienische Modell.
Das italienische Modell ist wahrscheinlich das diskursivste Modell, das wir in westlichen Plenarsälen überhaupt haben. Dieses italienische Modell beruht darauf, dass man, hier sehen Sie den Plenarsaal in Montecitorio in Rom. Es gibt einen zweiten Plenarsaal für den Senat, der ganz ähnlich gebaut ist in Rom. Das italienische Modell, das schon im Grunde auf das Königreich Savoyen zurückgeht, ist die Ansiedlung einer Regierungsbank im Zentrum des Saals unterhalb des Präsidiums. Man hat also nicht da, wo bei uns die Rednertribüne steht, steht in Italien die Regierungsbank. Die Rednertribüne gibt es in Italien nicht. Abgeordnete sprechen nur vom Platz. Und der Saal steigt arenaförmig an. Das heißt also, von allen Seiten prasselt die Kritik auf die Regierungsbank herunter. Und in der Mitte der Regierungsbank sitzt der Ministerpräsident. Idealtypisch wird hier auch der Dissens inszeniert, die Möglichkeit der direkten Interaktion, der Ansprache der Regierung durch die Parlamentarier. Der ganze Saal lebt im Grunde davon, dass er das Gespräch mit der Regierung auf den Plan ruft. Und dieses Gespräch mit der Regierung wird durch den Saal symbolisch inszeniert. Diese drei Gestaltungsmöglichkeiten waren im Grunde auch schon da, als man begann, in Deutschland über den nationalen Plenarsaal nachzudenken. Also sowohl das britische als auch das französische als auch das italienische Modell sind im Grunde in der Mitte des 19. Jahrhunderts schon fest etabliert gewesen. Und das ist der Moment, in dem man jetzt auch in Deutschland begonnen hat, über nationale Plenarsäle nachzudenken. Bei uns ist das ja alles ein bisschen verspätet durch die verspätete Nationalstaatsgründung, die eigentlich erst nach der Reichsgründung nach 1867, 71 die Frage nach dem nationalen Plenarsaal definitiv aufruft. Und das Interessante ist nun eigentlich, dass keines dieser Modelle Vorbild gestanden hat für das, was sich bei uns seit 1871 entwickelt. Das ist erstmal sozusagen schon etwas Bemerkenswertes. Obwohl man sozusagen mehrere Angebote hat, man macht etwas Eigenes. Und der Frage, was man da gemacht hat, warum man es gemacht hat und was es bedeutet, dass man es so gemacht hat, möchte ich mit Ihnen jetzt so etwas näher nachgehen, wenn ich mich jetzt den deutschen Plenarsälen näher zuwende. Prägend für das, was in Deutschland passiert ist, ist der Plenarsaal des Reichstages gewesen. Und der Plenarsaal des Reichstages heißt zunächst einmal natürlich, dass wir unausweichlich mit diesem Mann zu tun haben, den ich hier auf der Regierungsbank des Reichstages zeige, nämlich Otto von Bismarck, hier in Uniform am Platz des Reichskanzlers im provisorischen Reichstagsgebäude, dem ersten Gebäude dieser Art, das der Reichstag bezogen hat, und zwar in Berlin im Sommer 1871. Der Hintergrund für das Arrangement, das man damals gefunden hat, und ich will Ihnen hier einfach mal den Grundriss zeigen, um das deutlicher zu machen, wie das Arrangement ursprünglich aussah im Jahr 1871. Der Hintergrund dafür war, dass man zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch kein etabliertes Modell eines deutschen Plenarsaals hatte. Wir hatten natürlich die deutschen Einzelstaaten, die hatten sehr unterschiedliche Plenarsäle. Wir können gerne in der Diskussion darauf nochmal zurückkommen. Aber im Grunde einen Typus von Plenarsaal, von dem man hätte sagen können, das ist jetzt der deutsche Plenarsaal, so wie es den italienischen, französischen oder britischen Plenarsaal gab, das hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Und deswegen war die Lage, die Ausgangslage im Sommer 1871 eigentlich relativ offen. Zugleich war es aber so, dass alles sehr schnell gehen musste. Man muss sich vergegenwärtigen, der Reichstag hat nach der Gründung des Norddeutschen Bundes 1867 eine Weile immer in Ausweichsälen kampiert. Also er hat erst im preußischen Abgeordnetenhaus getagt in Berlin, dann hat er im Herrenhaus getagt. Das waren alles immer so Provisorien. Und im Sommer 1871 nach der Reichsgründung, nachdem die süddeutschen Staaten dazugekommen waren, war klar, jetzt braucht man was Eigenes und was Neues. Man dachte darüber nach, was Neues zu bauen, aber Sie wissen ja alle, dass Bauprojekte große und langfristige Dinge sind. Das war schon im Kaiserreich so. Und deswegen hat man 1871 in der Not, in der Schnelligkeit entschieden, wir müssen jetzt ganz schnell etwas bauen und hat in der preußischen Porzellanmanufaktur an der Leipziger Straße in Berlin in kürzester Zeit den Innenhof mit einem Glasdach überzogen und darunter hat man den Plenarsaal errichtet. So ging das Ganze los und da stellte sich natürlich dann die Frage, was machen wir mit der Sitzordnung im Plenarsaal? Wie soll das aussehen? Und Sie sehen, wie es aussah, nämlich in einer sehr eigenwillig deutschen Kombination zwischen einerseits dem Halbkreis für die Abgeordnetenplätze, den man hier auf der unteren Seite der Abbildung sieht, und Regierungsplätzen, die rechts und links vom Präsidium angebracht wurden, in zwei langen Reihen.
Und davor etwas verloren, muss man sagen, die Rednertribüne. Ich komme gleich auf deren schwierige Stellung im Reichstag des Kaiserreiches auch nochmal zurück, die schon im räumlichen Arrangement irgendwie angelegt war. Man sieht also hier zunächst einmal ein deutliches Gegenüber zwischen zwei Seiten. Wir haben die Präsidiumsseite mit den mit diesen Regierungsplätzen auf der einen Seite, mit sehr vielen Regierungsplätzen, und auf der anderen Seite eben den Halbkreis. Wenn man sich überlegt, was das im Jahr 1871 bedeutet hat, dann muss man zunächst einmal sagen, der eigentliche Modernitätsschritt, auch im Sinne der westlichen Traditionen, war selbstverständlich zu dem Zeitpunkt der Halbkreis. Der Halbkreis war in Deutschland damals noch nicht allgemein etabliert. Viele der Säle hatten teilweise britische, teilweise altständische, rechteckige Arrangements. Jetzt kommt der Halbkreis, und der Halbkreis verspricht zu dem Zeitpunkt eigentlich die nationale Einheit. Der Halbkreis verspricht, hier finden Abgeordnete unterschiedlichster Konfessionen, Regionen, politischen Richtungen zusammen und arbeiten an der Einheit dieses neuen Reiches. Das war das große Versprechen, das der Halbkreis auf der Seite der Abgeordneten machte. Schwieriger ist zu beurteilen, was eigentlich mit der anderen Seite war. Wie kam es eigentlich dazu, dass man auf einmal diese ganzen Regierungsvertreter auf die Präsidiumsseite gesetzt hat? Das war damals neuartig. Das hatte man in dieser Form eigentlich noch nicht gemacht. Es gab allerdings ein Vorbild, das man tatsächlich nutzen konnte. Und dieses Vorbild war ausgerechnet das Preußische Herrenhaus. Das Preußische Herrenhaus, die hochkonservative erste Kammer des preußischen Parlaments, die saß nämlich in dieser Form. Sie sehen, Klassenzimmerarchitektur bei den Abgeordneten, eigentlich immer ein untrügliches Indiz für eher ein autoritätshöriges Modell. Und das war es natürlich im preußischen Herrenhaus auch. Und dort hatte man zum ersten Mal in den 1850er Jahren dann die Regierungsvertreter auf die Seite des Präsidiums geholt und rechts und links, wie Sie hier sehen, vom Präsidium die Regierungsvertreter platziert. Und vor dem Präsidium war die Rednertribüne, die dann eben so etwas unglücklich da in die Mitte genommen wurde durch die Regierungsvertreter. Das war der Ausgangspunkt eigentlich im Grunde genommen für diese Regierungsseite. Und man muss sich in Erinnerung rufen, dass, als man das Ganze im Sommer 1871 für den Reichstag überlegt hat, der Reichstag mehrere Jahre lang provisorisch im preußischen Herrenhaus getagt hatte. Er hatte also genau in diesem Saal, der Reichstag des Norddeutschen Bundes, bereits getagt. Und in diesem Saal hatten die Vertreter des damaligen Bundesrates, ich komme gleich auf ihn nochmal zurück, wie selbstverständlich dann eben genau die Regierungsplätze des Herrenhauses eingenommen. Mit anderen Worten, in gewisser Weise war das schon eingeübt, einfach durch den Zufall, dass man im Herrenhaus getagt hatte. Und als man nun im Sommer 1871 ein Modell gesucht hat, hat der preußische Beamte, der sich am Ende mit dieser Struktur beschäftigt hat, der geheime Baurat Hermann aus dem preußischen Handelsministerium, er ist nämlich der Erfinder dieses Modells, der geheime Baurat Hermann hat einfach sozusagen sich am preußischen Herrenhaus orientiert. Man hat also den französischen Halbkreis sozusagen mit der Regierungsbank des Herrenhauses kombiniert, und auf diese Weise entstand letztlich das Reichstagsmodell. Ich muss gerade noch mal, ich gehe gerade noch mal zurück. Nein, nicht. Geht das nicht zurück? Ich frage gerade noch mal die Technik. Ging einfach nur nach vorne. Ach so, genau, Presenter, danke. Macht er aber nicht. Also eben hat das noch gemacht. Wollen Sie denn? Ganz zurück zum Reichstag nochmal weiter. Eins zurück, genau. Mhm. Also dann mache ich jetzt wieder mit dem da. Ja? Sie können auch weiter. Geht das jetzt mit dem? Ja. Okay. Alles klar. Mhm. Gut. Also, wir lassen uns durch die Technik nicht vergrätzen. Also zurück zu diesem Grundarrangement, das hier gewählt worden ist. Wie gesagt, der geheime Baurat Hermann hat sich an der Regierungsbank des Herrenhauses orientiert und hatte eben das Vorbild, dass die Bundesratsvertreter des Kaiserreichs damals da schon den Platz eingenommen hatten, hat das in diesen Plenarsaal transferiert. Dadurch entstand jetzt etwas, was es vorher in dieser Form in den deutschen Einzelstaaten noch nicht gegeben hatte. Man kann allerdings schon sagen, dass es ein gewisses Vorbild tatsächlich gab in den Plenarsälen, in denen im Parlament ein Thron angebracht war.
Das hat es zum Beispiel in Baden gegeben. Das ist hier das Beispiel aus dem Badischen Ständehaus. Dort waren die Plenarsäle so konstruiert, dass man einen Thron hatte für die Parlamentseröffnung, eine erhöhte Thronseite, die lag dem Halbkreis gegenüber. Das haben wir natürlich auch im Reichstag dann wieder. Und rechts vom Thron waren auf erhöhte Plätze für die Regierungsvertreter vorgesehen. Man hatte eben eine Bank für die Minister und eine Bank für ihre Beamten. Solche Elemente hatte es vorher schon gegeben. Der Reichstag hat das sozusagen mit diesem besonderen Modell eigentlich neu kombiniert, und zwar ohne, dass es noch einen Thron im Reichstag gab. Wenn man sich fragt, warum gab es denn eigentlich keinen Thron im Reichstag, warum hat es denn im Deutschen Kaiserreich keinen Thron im Reichstag gegeben, obwohl es in den Einzelstaaten meistens Throne damals noch in den Parlamenten gab, dann ist die schlichte Antwort die, dass im Kaiserreich der deutsche Kaiser nicht verfassungsrechtlich die zentrale Stellung hatte, die in den deutschen Einzelstaaten der Monarch einnahm. An dieser Stelle des deutschen Kaisers, und das ist, glaube ich, an dieser Stelle des Monarchen, und das ist, glaube ich, dem Verständnis des Kaiserreichs verfassungsrechtlich sehr wichtig, stand eben gerade der Bundesrat. Die Bismarck'sche Verfassungskonstruktion war die, dass der Bundesrat, den wir ja heute noch kennen, nämlich als das Organ der Vertretungen der Länderregierungen, der damals im Grunde in moderner Form erfunden worden ist, dass dieser Bundesrat die zentrale Reichsinstitution war. Und diese zentrale Stellung des Bundesrates führte dazu, dass der deutsche Kaiser in der Verfassung eigentlich relativ schlecht wegkam. Von ihm heißt es dort, er führt das Präsidium des Bundes, das klingt schon sehr bürokratisch und notariell, nicht so richtig monarchisch und glanzvoll. Und in der Tat war es eben auch so. Die Stellung des deutschen Kaisers in der Reichsverfassung war keineswegs so stark wie etwa die Stellung des preußischen Königs in der preußischen Verfassung. Und das führte dazu, dass von vornherein ausgeschlossen war, im Plenarsaal des Reichstags in irgendeiner Weise einen Thron des Kaisers zu platzieren. Den Thron des Kaisers hat es tatsächlich nur gegeben im Berliner Schloss, im Weißen Saal, wo dann tatsächlich auch die Reichstagseröffnungen im Kaiserreich stattfanden. Im Plenarsaal des Reichstags hingegen wird alles auf den Bundesrat konzentriert und damit auf die Vertreter der Regierungen der deutschen Länder. Das ist deswegen auch von Bedeutung, weil es damals im technischen Sinne keine Reichsregierung gab. Sie finden in der Bismarck-Verfassung keine Reichsregierung. Sie finden lediglich den Reichskanzler, und dieser Reichskanzler ist gleichzeitig Vorsitzender des Bundesrates. Das alles klingt relativ kompliziert, war auch relativ kompliziert, führte dazu, dass man auch keine Ministerien im heutigen Sinn hatte, dass an der Spitze der einzelnen Häuser im Kaiserreich die sogenannten Staatssekretäre standen, eben keine Minister. Und das alles hatte den Hintergrund letztlich einer Bismarck'schen Erfindung. Die Bismarck'sche Konstruktion war, man versteckt die Reichsregierung hinter dem Bundesrat, sodass also dem Reichstag nicht etwa eine Reichsregierung gegenübertritt, die man möglicherweise hätte verantwortlich machen können, sondern man hat praktisch die Regierungsvertreter aus den deutschen Ländern dort sitzen. Die Reichsregierung ist sozusagen gar nicht da. Und deswegen ist es im technischen Sinn sogar falsch, wenn ich davon spreche, da saßen die Regierungsvertreter. Diese Plätze, auch wenn Sie in zeitgenössische Pläne hineingucken, sind alle Plätze für Bundesratsvertreter. Das führte sogar dazu, dass man, wenn man den Staatssekretären der Reichsämter, also den damaligen Ministern, Rederecht im Reichstag geben wollte, man sie erst zu preußischen Bundesratsbevollmächtigten ernennen musste. Also im Reichstag sprach im Grunde nie der Reichskanzler als solcher, ein Reichsminister als solcher. Es sprach im Grunde immer, wie Bismarck einmal sagte, der königlich preußische Bundesratsbevollmächtigte. Das alles war natürlich teilweise sozusagen verfassungsrechtliche Spielerei, aber dahinter steckte schon eine ernsthafte Absicht, nämlich die Absicht, dem Reichstag kein Gegenüber zu geben, das Gegenüber einer Reichsregierung zu verhindern, die dann eben auch möglicherweise schrittweise hätte parlamentarisiert werden können. Und die Liberalen der 1870er Jahre hatten ja durchaus noch solche Pläne. Die Bismarck'sche Konstruktion war ganz klar darauf gerichtet, die Parlamentarisierung des Reiches zu verhindern. Und wenn Sie sich den Plenarsaal des Reichstags angucken, dann kann man fast sagen, das ist das Materialität gewordene Bismarck'sche Projekt. Denn anstelle einer Regierung sitzt eine Vielzahl von Beamten links und rechts vom Präsidium. Man weiß eigentlich gar nicht, wen man da gegenüber hat. Und genauso hat es Bismarck sich auch vorgestellt. Auf historischen Bildern sehen Sie zum Beispiel auch, dass der Kanzlerstuhl der damaligen Zeit nicht erhöht war,
wie heute der Platz der Bundeskanzler oder des Bundeskanzlers im Bundestag, sondern er sah genauso aus wie die anderen Plätze. Und das war sicherlich originalgetreu bismarckisches Projekt. Der Reichskanzler ist sozusagen eigentlich nur königlich-preußischer Bundesratsbevollmächtigter. Diese sozusagen verfassungsrechtliche, dieses verfassungsrechtliche Versteckspiel der Regierung hinter dem Bundesrat ist hier sozusagen in dieser Architektur eingegangen. Was sie ausdrückte, war Distanz zwischen Regierung und Parlament, Hierarchie zwischen Regierung und Parlament, denn die Regierungsplätze waren deutlich erhöht, und Unverantwortlichkeit. Denn wen soll man verantwortlich machen, wenn man eine Riege hoher Beamter vor sich sitzen hat? Wo sollte der Angriffspunkt für die Verantwortlichkeit sein? Der französische Historiker Ernest Lavisse hat in den 70er Jahren den Reichstag besucht. Und Lavisse hat einen sehr schönen Bericht über seinen Besuch im Reichstag hinterlassen und dabei unter anderem Folgendes geschrieben. Vertreter der Fürsten und Vertreter des Volkes betrachten sich wechselseitig, und erstere haben bessere und höhere Sitze, wie es ihrer Würde entspricht. Die Architektur des Plenarsaals ist eine Einführungsvorlesung in das deutsche Verfassungsrecht. Und dem wird man sicher nicht widersprechen können. Der Plenarsaal hat zu diesem Zeitpunkt das Verfassungsgefüge im bismarckschen Sinne ausgedeutet. Er hat Bundesrat und Reichstag einander gegenübergestellt, aber nicht wirklich ins Gespräch gebracht, in eine Kommunikationsbeziehung, sondern hier sitzt eine Reihe unverantwortlicher Beamter den Parlamentariern gegenüber. Diese Ausgangssituation hat nun auch dazu geführt, dass die Regierungskommunikation im Reichstag eine sehr besondere war. Und man kann es sehr schön an den bismarckschen Auftritten im Reichstag feststellen. Das ist hier geradezu ein Bild, das idealtypisch die Situation wiedergibt. Der Reichskanzler tritt in Uniform auf, ist also dadurch schon deutlich distanziert gegenüber den Abgeordneten, die natürlich nicht in Uniform dort erschienen. Er spricht im Reichstag ausschließlich vom Platz des Reichskanzlers aus. Also anders als heute im Bundestag haben Reichskanzler und auch die gesamte Reichsleitung niemals das Rednerpult betreten, sondern haben immer nur von der erhöhten Bundesratsbank ausgesprochen. Und damit schon symbolisch ausgedrückt, dass das, was Sie kommunizieren, nicht streitige politische Kommunikation ist, sondern amtliche Verlautbarung. Und wenn man sich jetzt die zeitgenössischen Berichte ansieht, wie Bismarck mit hoher Stimme, stockend und leise im Reichstag auftritt und dadurch die Abgeordneten auch schon wegen der schlechten Akustik im Grunde dazu zwingt, ihn zu umdrängen. Sie sehen es hier auf dem Bild sehr eindringlich, so war es eigentlich bei Bismarck-Reden im Reichstag immer. Die Abgeordneten mussten nach vorne kommen, unterhalb der Regierungsbank stehen, um seinen Worten folgen zu können. Und damit konnte er natürlich mit besonderer Deutlichkeit diesen Oben-Unten-Kontrast ausspielen, der für den Reichstag räumlich natürlich besonders charakteristisch war. Wenn man das als Ausgangspunkt für die Regierungskommunikation sieht, dann versteht man auch sofort, warum die Rednertribüne im Gegensatz dazu im Reichstag große Schwierigkeiten hatte. Wenn wir uns nochmal das räumliche Design vergegenwärtigen, lag ja die Rednertribüne vor dem Präsidium. Sie war also sozusagen umgeben von den Regierungsplätzen. Man musste hinaufsteigen in den Raum der Regierung sozusagen, hatte die Regierung dann hinter sich und sprach dann hinüber zum Publikum. Dieses Arrangement war natürlich besonders für den regierungskritischen Redner äußerst schwierig. Wie ist es, wenn man als Redner die Regierung hinter sich hat, wenn man die man kritisieren will, gar nicht sieht? Wenn man sich umdrehen muss zur Regierung, um zu ihr sprechen zu können, dann aber die Abgeordneten aus dem Blick verliert, zu denen man auch sprechen kann. Sie ahnen, dass dieses Arrangement uns in irgendeiner Form erhalten geblieben ist. Im Reichstag ist es jedenfalls in besonderer Form sozusagen eingeübt worden. Und das führte eben dazu, dass im Grunde gerade die Bismarck-kritischen Redner in der Regel im Reichstag nach allen Berichten das Rednerpult nicht betreten haben. Bismarck-kritische Redner sprachen immer vom Platz. Im Reichstag wurde viel vom Platz gesprochen. Und dann konnte man eben zum Beispiel von den Plätzen der Linksliberalen aus diagonal zur Regierung hinüberschimpfen. Das war immer noch eine direktere Interaktion als das, was möglich war vom Rednerpult aus, wenn man die Regierung hinter sich hat. Überliefert wird auch, dass die Abgeordneten häufig am Fuß der Treppe sprachen, die zum Rednerpult überhaupt hinaufführte. Sie blieben also unten bei ihren Kollegen im Parkett. Auch da sehen Sie wieder den Versuch, in irgendeiner Weise Interaktion und Gegenüber herzustellen in einem Raum, der sich auf Interaktion und Gegenüber nicht wirklich verstand.
So hat etwa Eugen Richter, einer der großen linksliberalen Kritiker Bismarcks, immer nur von seinem Platz in den Abgeordnetenplätzen aus gesprochen und konnte dadurch in irgendeiner Weise noch Interaktion mit der Regierung herstellen. Ernest Lavisse, um ihn nochmal zu zitieren, mit seinem Bericht vom Reichstag der 1870er Jahre, sprach davon, unter diesen Umständen biete die Rednertribüne ein Bild des Jammers. Und er fügte dann hinzu, die Abgeordneten steigen denn auch selten hinauf. Sodass wir eigentlich ein sehr merkwürdiges Arrangement hatten, in dem die Rednertribüne im Reichstag im Grunde sowohl von der Regierung als auch von den Abgeordneten gemieden wurde. Die Regierung sprach von den erhöhten Bundesratsplätzen hinunter ins Plenum und die Abgeordneten sprachen noch lieber aus dem Plenum hinauf zur Regierung, als dass sie in diese schwierige Kommunikationssituation hineingeraten wären. Man kann das also, denke ich, ohne größere Schwierigkeiten ein ziemlich interaktionsarmes Raumarrangement nennen, dem im Grunde nur die parlamentarische Praxis durch das Sprechen vom Platz seine letzte Schärfe ein bisschen genommen hat. Dieses Arrangement blieb durch das ganze Kaiserreich hindurch unverändert. Was geschah nun, als das Kaiserreich zusammenbrach? Wie ging es weiter mit diesem Plenarsaal? Nun, das Besondere an der Weimarer Republik ist eigentlich, dass sie genau dieses Plenararrangement fortführt. Sie hat nicht so viel Zeit. Sie übernimmt den Reichstag der Bismarckzeit, den inzwischen ja im Wallotbau in den 1890ern erneut errichtet und mit ähnlichem Plenararrangement wiederholt worden ist. Das Einzige, was sich ändert, und damit nähern wir uns schon ein wenig dem an, was wir heute aus der Bundesrepublik kennen, die beiden Seiten trennen sich. Jetzt ist es nämlich so, dass auf der rechten Seite, vom Präsidium aus gesehen rechten Seite, die Regierungsvertreter Platz nehmen. In Weimar gibt es jetzt ja eine Reichsregierung, es gibt den Reichskanzler, es gibt die Reichsminister. Das Bismarcksche Versteckspiel Regierung wird im Bundesrat versteckt bis zu Ende. Und auf der anderen Seite, links vom Präsidium, nehmen jetzt die Länderregierungsvertreter Platz. Und wenn Sie in die zeitgenössischen Geschäftsordnungen der Reichsregierung hineingucken, dann gibt es die schöne Formulierung, es gäbe jetzt eine Regierungsbank rechts vom Präsidententisch und eine Regierungsbank links vom Präsidententisch. Das würden wir heute Regierungsbank und Bundesratsbank nennen. In Weimar ist allen noch klar, dass die natürlich entstehungsgeschichtlich zusammenhängen, dass die sich gerade erst getrennt haben. Für das Raumarrangement als solches hat das eigentlich keine grundlegende Veränderung gebracht in Weimar. Was man allerdings aus den zeitgenössischen Berichten weiß, ist, dass jetzt die Abgeordneten eher anfangen, die Rednertribüne tatsächlich zu nutzen. Dass also jetzt nach dem Ende der Monarchie, nach dem Ende der Beamtenregierung, man in irgendeiner Weise tatsächlich beginnt, die Rednertribüne auch tatsächlich anzunehmen. Aber das ist eigentlich die einzige Veränderung, die in Weimar stattgefunden hat. Lange war das ja auch nicht. Und der nächste Schritt ist dann natürlich der Schritt in den Plenarsaal in der Bundesrepublik, im Bonner Bundeshaus im Jahr 1949. Und wenn man sich diesen Plenarsaal ansieht, dann fällt ja zunächst einmal auf, wie selbstverständlich er an das Raumarrangement des Reichstages angeknüpft hat. Wie selbstverständlich man eigentlich das wieder macht, was der Reichstag im Kaiserreich und in Weimar gemacht hatte. Man hat wieder eine erhöhte Präsidiumsseite, auf der die Regierungsvertreter rechts vom Präsidium sitzen und links davon jetzt die Bundesratsvertreter. Also das, was man in Weimar neu eingeübt hat, wird im Grunde weitergeführt. Man kann natürlich schon ins Grübeln kommen, warum das so selbstverständlich weitergeführt worden ist, weil es ja letztlich das Arrangement des Jahres 1871 ist. Also das Arrangement einer Zeit, in der die Regierung aus Beamten bestand, die vom Kaiser sozusagen her legitimiert waren, während in der Bundesrepublik ja jetzt dort auf diesen Plätzen Regierungsvertreter saßen, die regelmäßig auch ein Bundestagsmandat hatten. Wenn man sich die Situation des Jahres 49 anguckt, dann wird man wohl sagen müssen, dass paradoxerweise 1949 das ältere Plenararrangement einerseits den Politikern selbstverständlich war. Das war das vertraute Arrangement, was sie kannten, aus der Kaiserzeit teilweise noch, jedenfalls aus Weimar. Und es in gewisser Weise jetzt versprach, eine Kontinuitätsbrücke zur demokratischen deutschen Tradition vor dem Nationalsozialismus herzustellen. Dazu war doch auch der Reichstag in Weimar. Das spielte eine große Rolle. Und dann spielte natürlich auch noch eine große Rolle, dass man unter der Notsituation der Zeit jetzt nicht unbedingt zu innovativen Experimenten, Neuanfängen in der Plenararchitektur neigte.
Einer hat es allerdings ganz anders gesehen, das war Hans Schwippert, der Architekt des Bonner Bundeshauses. Hans Schwippert war der festen Überzeugung, man müsse jetzt dem Neubeginn aus Ruinen auch in einer ganz anderen Plenararchitektur Ausdruck verleihen. Er hat damals Pläne gemacht für einen runden Plenarsaal, in dem alle Beteiligten, einschließlich der Regierung und des Bundesrates, einem Rund versammelt werden sollten. Und mit diesen Plänen stieß er aber auch wenig Gegenliebe bei Konrad Adenauer, der damals als Präsident des Parlamentarischen Rates auf dieses ganze Geschehen ganz entscheidenden Einfluss genommen hat. Adenauer hat in dem damaligen sehr schwierigen Kompetenzdschungel zwischen einerseits Parlamentarischem Rat, dem nordrhein-westfälischen Wiederaufbauministerium, den Besatzungsmächten, ganz als der gewiefte Politiker agiert, als den wir ihn dann später auch beobachten können. Und für Adenauer war klar, man darf jetzt hier nicht zu radikalen Experimenten greifen. Man sollte doch den Neuanfang sozusagen langsam in Kontinuität hineinwachsen lassen. Schwippert hat ja wohl gesagt, seine Pläne seien ausgezeichnet, aber es sei noch ein bisschen früh dafür. Wie auch immer, unter diesen Vorzeichen hat sich im Grunde genommen im Plenararrangement erst einmal das Reichstagsarrangement erneuert. Natürlich etwas anders eingefasst, als wir das im Reichstag kannten, denn drumherum war die berühmte Glasarchitektur des Bonner Bundeshauses, die ja gerne dann von den entsprechenden Interpreten als Symbol von Transparenz und demokratischem Neuanfang gepriesen wird. Aber wenn man dann hinter diese Glasfassade guckt, entdeckt man einen dunklen Holzkasten, der dann doch eher sehr viel stärker an den Wilhelminischen Reichstag erinnert, als an das Versprechen von Transparenz und Neuanfang. In gewisser Weise kann man sogar sagen, dass in Bonn die Grundzüge des alten Reichstagsarrangements noch mal verstärkt worden sind, verschärft worden sind. Was meine ich damit? Zum einen gilt das für die Abgeordnetenplätze. Die Abgeordnetenplätze, wie Sie hier sehen, im Bonner Bundeshaus stiegen kaum noch an. Im Reichstag waren sie deutlich angestiegen. Der Reichstag hatte also eher ein Arrangement, wie wir es heute aus dem Palais Bourbon oder aus Italien kennen, eine arenaförmige Inszenierung der Parlamentarier. Im Bundestag, auch im frühen Bundestag, sah das schon sehr viel stärker nach Klassenzimmerarchitektur aus. Die Krümmung war relativ schwach, sodass wir also hier erstmal einen deutlich anderen Raumeindruck haben, als ihn der Reichstag bot. Nach den zeitgenössischen Berichten war es im Reichstag so, dass man etwa ab der 8. Reihe durchaus schon auf der Höhe der Regierungsbank ankam, wegen des Ansteigens des Saales. Im Bonner Bundeshaus war davon natürlich keine Rede, sondern hier haben Sie eine deutliche Entfernung einer Klassenzimmerarchitektur von einer deutlich erhobenen Präsidiumsseite. Die Präsidiumsseite war auch noch üppiger, als sie im Reichstag war. In Bonn gab es allein auf der Regierungsseite 60 Plätze. So viel hat die ganze Regierungsseite im Reichstag nicht gehabt. Man hat also deutlich nochmal aufgerüstet, deutlich mehr Ministerialbeamte noch ins Parlament mitgebracht und hat jedenfalls durch die ganze Architektur des Raumes eine deutliche Rangordnung zwischen Regierung und Parlament nahegelegt, und zwar einen Vorrang der Regierung gegenüber dem Parlament. Dieses architektonische Statement des Bonner Bundeshauses stand allerdings natürlich von vornherein in einem sehr starken Spannungsverhältnis zu dem verfassungsrechtlichen System, was das Grundgesetz eingerichtet hat. Denn man hat ja gerade ein parlamentarisches Regierungssystem eingerichtet. Auf dieser erhöhten Bonner Regierungsbank saßen Minister, die meistens gleichzeitig Parlamentarier des Bundestages waren. Es gab eine enge Verschränkung der Bundesrepublik seit den Anfängen zwischen Parlamentsmehrheit und Regierung. Also eine völlig andere Ausgangssituation des politischen Systems, als wir sie in der Zeit des Kaiserreiches hatten, als diese Architektur entstanden war. Das ist denn auch in den frühen Jahren der Bundesrepublik immer wieder auch bemerkt worden. Einer der schärfsten Analytiker des Arrangements, der Politikwissenschaftler Dolf Sternberger, hat das wunderbar formuliert in einem Leitartikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Januar 1961 unter der Überschrift "In der Loge und im Parterre". Sie ahnen, wer in der Loge sitzt und wer im Parterre. Und Sternberger schrieb Folgendes: Hier oben in dem Kasten aus Edelholz sitzen die Mitglieder der Bundesregierung, der Kanzler und die Minister, obwohl sie doch gegenwärtig samt und sonders zugleich Abgeordnete des Bundestages sind. Sie sitzen erhaben. Und es ist unvermeidlich, in dieser Anordnung den Ausdruck anderen und höheren Ranges zu erblicken.
Sie sitzen dem Parlament gegenüber. Und es ist unvermeidlich, aus dieser Anordnung die Erwartung herzuleiten, dass zwischen Regierung und Parlament ein Streit und Gegensatz, ein Verhältnis von Entscheidung und Kontrolle sich herausbilden werde. Lange genug, weiter, hat in der Tat gerade dieses Verhältnis für das Wesen des Parlamentarismus gegolten. Vor allem dazu mal, als Deutschland von den Beamten des Monarchen regiert wurde. Heute wird diese hergebrachte Erwartung indessen fortwährend enttäuscht. Denn es ist nicht das Parlament, das wieder die Regierung, sondern es ist die parlamentarische Opposition, die wieder die parlamentarische Mehrheit mitsamt der Regierung anzutreten pflegt. Und man sieht an derartigen Analysen, das ist eben, wie gesagt, im Januar 1961 geschrieben, wie sehr in der frühen Bundesrepublik dann eigentlich dieses Spannungsverhältnis mehr und mehr beobachtet wird. Spannungsverhältnis zwischen dieser überkommenen Plenararchitektur, die in vielerlei Hinsicht noch den kaiserlichen Obrigkeitsstaat widerspiegelt, und dem neuen politischen System und den neuen politischen Verhältnissen. Und deswegen hat dann auch in den 60er Jahren eine in dieser Klarheit und Intensität danach nie wieder geführte Grundsatzdiskussion stattgefunden um den Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Also nie in der Geschichte Deutschlands, eigentlich weder davor noch danach, ist so intensiv über den Plenarsaal des Bundestages gestritten und nachgedacht worden wie in den 60er Jahren. Die Beteiligten waren sehr unterschiedlich. Natürlich war da teilweise die SPD-Opposition damals in der Selbstwahrnehmung als ewige Opposition der frühen Bundesrepublik, die natürlich mit dem Arrangement unglücklich war. Die sagte, wir wollen nicht die erhöhte Regierungsbank, wir wollen nicht zur Regierung aufschauen. Der junge Helmut Schmidt tat sich mit scharfen Redebeiträgen in diese Richtung hervor. Aber es war eben nicht nur die SPD, es gab auch die junge Publizistin und Politikwissenschaft, es gab Wolf Sternberger, Wilhelm Hennis und ähnliche Leute, die alle Grundprobleme des Arrangements damals sehr scharfsinnig kritisiert haben. Die Sehnsucht der Kritiker galt allerdings damals meistens Westminster. Man träumte davon, die Bundesrepublik sozusagen parlamentsarchitektonisch in ein Westminster-System zu versammeln, zu verwandeln, was natürlich aus heutiger Sicht vielleicht sogar schon ein bisschen skurril anmutet, aber damals eine gewisse Plausibilität hatte. Man hat sich versprochen, man könnte sozusagen die Probleme des ganzen Bundesparlamentarismus durch eine stärkere Inszenierung nach Westminster-Art lösen. Und tatsächlich hat sogar der Bundestag im Jahr 1961 einmal den Beschluss gefasst, wir bauen jetzt den Plenarsaal nach dem Vorbild von Westminster um und die entsprechenden Mittel dafür bereitgestellt. Das Ganze ist aus den verschiedensten Gründen versickert, nie realisiert worden. Der tiefste Grund dürfte gewesen sein, dass diese Systeme wirklich so unvergleichlich verschieden waren, dass man sie nicht parlamentsarchitektonisch hätte zusammenzwingen können. Das Arrangement blieb also, obwohl viele an ihm litten und wenige es mochten, über lange Zeit erhalten. Und es blieb eben in dieser ganzen Interaktionsarmut, die für es kennzeichnend war, erhalten. Und deswegen war es dann eigentlich die seltene Ausnahme, dass in diesem System tatsächlich dann eine scharfe, klare Interaktion zwischen Parlament und Regierung, was ja im Klartext immer heißt, im parlamentarischen Regierungssystem zwischen parlamentarischer Opposition und Regierung, tatsächlich stattfand. Eines der wenigen herausgehobenen Beispiele in der Geschichte der Bundesrepublik war die Spiegel-Affäre, in der der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß ja eine nicht ganz rühmliche Rolle spielte. Und Sie sehen, das ist eine der Aufnahmen aus dem November 1962, aus diesen Fragestunden, in denen der Verteidigungsminister stehend Fragen, die im Plenum kommen, beantwortet. Man sieht auch hier eigentlich die Schwierigkeit der Interaktion. Wir haben keine Bilder, in denen tatsächlich ein fragender Parlamentarier und ein Regierungsvertreter einander gegenüberstehen, wie wir sie aus vielen anderen Parlamenten kennen, schlicht weil das Arrangement vom Raum her das nicht hergibt. Also es hat selbstverständlich trotzdem so Momente gegeben, in denen diese Interaktionsfunktion auch symbolisch stark inszeniert worden ist. Spiegel-Affäre ist einer der stärksten Momente, wie ich meine, da in der Entwicklung der Bundesrepublik. Aber das Raumarrangement hat das Ganze jedenfalls nicht begünstigt. Man kann ihm allenfalls zugute halten, dass er das nicht völlig verhindert hat. Man kann in diesem Raumarrangement durchaus auch einen Spiegel der verfassungsrechtlichen Verhältnisse sehen, denn gleichzeitig war es in der Bundesrepublik eben auch immer schwierig, Regierungsvertreter mündlich zur Antwort im Parlament zu verpflichten. Die Bundeskanzler haben in der Geschichte der Bundesrepublik bis zu Angela Merkel nie Fragen im Bundestag beantwortet.
Konrad Adenauer hat nie auf eine Frage im Bundestag geantwortet. Es gibt also eine lange Tradition, dass die Regierungsvertreter relativ wenig mündliche Interaktion im Bundestag praktizieren. Und die ist natürlich durch diesen Raumarrangement jedenfalls irgendwie, gibt es da eine Parallele, eine Bestätigung, eine Wahlverwandtschaft zwischen diesen Situationen. Eine Veränderung in der alten Bundesrepublik hat es dann aber doch noch gegeben. Und diese Veränderung hat im Sommer 1969 stattgefunden. Im Sommer 1969, nach langen Grundsatzdiskussionen, nach langem Hin und Her, nach viel Träumen über Umsetzung eines Westminster-Systems in Deutschland, hat man sich zumindest zu einer ganz kleinen Reform durchgerungen. Man hat nämlich die Regierungsbank abgesenkt. Die lange sehr erhöhte Regierungsbank wurde im Sommer 1969 sozusagen auf den Saalboden abgesenkt. Sie sehen hier, das ist sozusagen das abgesenkte Modell. Jetzt ist die Regierung nicht mehr erhöht. Es gab noch eine Stufe Erhöhung. Das war im Vergleich zu vorher im Grunde kaum der Rede wert. Und gleichzeitig ist auch das Rednerpult mit nach unten gewandert. Und deswegen haben wir bis heute kein erhöhtes Rednerpult mehr im Bundestag, anders als das etwa im französischen und italienischen Parlament der Fall ist. Wieder der Akteur, der hier am Rednerpult steht, war zentral für diese Reform. Helmut Schmidt war nämlich Fraktionsvorsitzender der SPD in der Großen Koalition 66 bis 69, hatte ja unendlich unter dem Plenararrangement in der Adenauerzeit gelitten und hat tatsächlich es geschafft, in der damaligen Großen Koalition eine Absenkung der Regierungsbank herbeizuführen. Das war also eine der Leistungen der SPD in der Großen Koalition, zumindest eine Absenkung der Regierungsbank herbeizuführen. Gleichzeitig hat man die Zahl der Beamten reduziert. Sie sehen, sie war immer noch sehr üppig danach. Aber gegenüber den 60, die es vorher gewesen waren, war die Zahl dann doch schon deutlich geschrumpft. Die Regierung war jetzt sozusagen also im Parterre angekommen nach längerer Zeit, was aber für das Plenararrangement charakteristisch blieb, war im Grunde die fehlende Interaktion, das fehlende direkte Auge in Auge zwischen Parlamentariern und Regierung. Das hat sich durch die Absenkung 1969 eigentlich nicht verändert. Gleichzeitig war eigentlich weiterhin niemand mit diesem Plenararrangement zufrieden. Die ganzen Zeitgenossen klagen immer wieder einschließlich der Parlamentarier über das Arrangement. Und man hat damals, das kann ich hier nur andeuten, aber nicht mehr vertiefen, viel vom Kreis geträumt, von der Einführung eines kreisförmigen Plenarsaals. In Bonn ist er ja teilweise dann noch realisiert worden, kurz in den 1990er Jahren, auch in einigen Landesparlamenten. Das kann ich hier nur streifen. Das ist sozusagen eine Zwischenphase zwischen Bonner und Berliner Republik. Ich will dann zum Abschluss noch auf die Berliner Republik blicken. In der Berliner Republik haben wir nach der kurzen Phase im Kreis das alte Reichstagsarrangement in modernisierter Form wiederhergestellt. Das Ganze kommt jetzt als Ellipse daher, aber deutlich wieder ist zu erkennen, dass gegenüber zwischen den Parlamentarierplätzen im Halbkreis und den Regierungsvertretern, die eben gegenüber sitzen, und zwar wieder geteilt auf der rechten Seite vom Präsidium die Bundesregierung, auf der linken Seite vom Präsidium die Bundesratsvertreter. Die Hartnäckigkeit, mit der dieses Modell sich gehalten hat, mit der es alle Anfeindungen, Anfechtungen überlebt hat, ist aus meiner Sicht äußerst bemerkenswert angesichts der kommunikativen, böse gesprochen, Dysfunktionalität oder jedenfalls der dürftigen kommunikativen Vorteile, die das System jetzt gerade für die Interaktion von Regierung und Parlament bietet. Und das wirft natürlich im Grunde die Frage auf, ob nicht vielleicht doch ein Teil dieses Plenardesigns unserem Verfassungssystem und manchen Leitvorstellungen, die wir über unser Verfassungssystem haben, vielleicht doch eher entspricht. Was könnte das sein? Der Widerspruch ist ja weiterhin offensichtlich. Wieder sitzen Regierungsvertreter einem Parlament gegenüber, obwohl die Regierungsvertreter im Wesentlichen selbst Parlamentarier sind. Sie werden als Gegenüber inszeniert, als etwas anderes als das Parlament, obwohl sie mit der Parlamentsmehrheit politisch engstens verwoben sind und das Parlament ja auch bekanntlich den Bundeskanzler wählt. Wir haben es also in starkem Umfang erst einmal mit einer kontrafaktischen Inszenierung zu tun. Diese kontrafaktische Inszenierung findet allerdings nach Umfragen in Gewaltenteilungsverständnissen in der Bevölkerung immer wieder Anklang. Denn das parlamentarische Regierungssystem ist in der Bevölkerung meistens stößt eher auf Unverständnis oder ist jedenfalls nicht sehr stark bekannt. Dieses Gegenüber, dass man trennt Regierung und Parlament, möglicherweise auch
Ministeramt und Abgeordnetenmandat trennen sollte. Das sind Ideen, die in Umfragen in der Bevölkerung immer noch auf große Gegenliebe stoßen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Plenardesign das jedenfalls begünstigt, diese sozusagen häufig verfehlten Gewaltenteilungsvorstellungen, die durchaus noch verbreitet sind, abholt und in gewisser Weise mit erneuert. Und wir haben das ja teilweise eben auch in der politischen Bildung, die mit diesen Schemata arbeitet, hier Regierung, da Parlament, wo die Realität natürlich eine sehr enge, sowohl verfassungsrechtlich als auch politische Verknüpfung zwischen beiden ist. Das ist das eine. Das andere Element, was vielleicht tatsächlich auch in unserem Verfassungssystem, die ich immer noch wiederfindet, ist diese gewisse Abseitsposition, in der sich die Regierung in unserem Parlament befindet. Ja, die Regierung ist ja nicht wirklich gegenüber dem Parlament. Sie sitzt im Grunde etwas unbeteiligt da und versteht sich eigentlich nicht als der zentrale Akteur, der da auftritt, obwohl natürlich in der politischen Realität die Regierung genau diese Impulsfunktion hat. Also ein auffälliger Kontrast zwischen der zentralen Rolle, die die Regierung einnimmt, und ihrer abseits- oder abseitigen Inszenierung. Aber auch da kann man bis heute beobachten, dass etwa in der Fragepraxis des Bundestages das immer noch sehr deutlich zum Ausdruck kommt. In der geringen Plenarpräsenz der Mitglieder der Bundesregierung, in der Seltenheit, mit der sich in Deutschland Minister und Bundeskanzler Fragen im Parlament stellen, deutlich anders als in vielen anderen westlichen Demokratien, wird diese Abseitsposition in gewisser Weise auch in der Realität des politischen Systems weiterhin spürbar. Und schließlich und nicht zuletzt sitzt ja die Regierung weiterhin an der Seite des Präsidiums. Sie sitzt also im Grunde an dem Ort im Parlament, der überparteiliche Neutralität verspricht. Sie ist sozusagen in einer Zone, die gerade nicht als streitige Zone ausgewiesen ist. Die streitige Zone im Parlament, das sind die Parlamentarierplätze und das Rednerpult. Dahinter, wie beim Präsidium, bei den Regierungsvertretern, ist im Grunde genommen räumlich eine Neutralitätszone inszeniert. Und das wird in der Praxis des Bundestages durchaus von den Bundestagspräsidenten durchaus auch immer wieder gegenüber den Regierungsvertretern durchgesetzt. Etwa wenn Regierungsvertreter versuchen, Zwischenrufe von der Regierungsbank zu machen, ist nach der Praxis des Bundestages unzulässig, um eben genau diesen Eindruck einer besonderen, nicht in den politischen Streit verwickelten Rolle der Regierung sozusagen aufrechtzuerhalten, was sogar dazu führt, dass man etwa von der Regierungsbank auch nicht an Wahlen und Abstimmungen im Bundestag teilnimmt. Wer abstimmen will, muss die Regierungsbank verlassen. Mit solchen kleinen Elementen der Praxis wird dieses Raumarrangement eigentlich immer wieder unterfüttert und die Regierung als eine irgendwie neutrale Institution inszeniert. Ich glaube, man muss diese Elemente bis heute als Erbe der Monarchie in unserer Plenararchitektur beschreiben. Es sind Reste einer Vorstellung, die sozusagen neutral dem Parteienstreit enthoben ist. Es sind Spuren sozusagen einer langen Zeit, die eben unser Verfassungssystem über die Monarchie hinaus geprägt hat und die vielleicht anzeigt, dass wir bis heute vielleicht doch noch mit einer zentralen Funktion freiheitlicher Parlamente so gewisse Probleme haben, nämlich mit der symbolischen Inszenierung von Dissens gegenüber der Regierung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt ist es erstmal an mir. Vielen herzlichen Dank für den tollen Vortrag zu sagen. Mehr sage ich nicht, sondern bitte um Wortmeldung in diesem streitigen Raum hier. Bitte. Der Plenarsaal ist doch. Wenn Sie das Mikro nehmen, dann hören Sie auch die Leute im Stream. Okay. Der Bonner Plenarsaal ist doch viele Jahre auch apostrophiert worden als Provisorium. Insofern war es eigentlich logisch, dass er umgebaut werden sollte, aber dass das nie verwirklicht worden ist. Hatte es finanzielle Gründe oder was war der Grund dafür? Nachdem klar war, wir leben schon viele Jahre in einem Provisorium. Muss ich gerade zurückfragen, meinten Sie Professorium oder Provisorium? Professorium. Ja, also in der Tat, also die, sagen wir mal, ein Schlüssel zum Verständnis dieser deutschen Plenarsäle ist, glaube ich, der Satz, nur das Provisorische ist von Dauer. Also schon beim Reichstag ist es ja so, er wird 1871 im Sommer kurzfristig errichtet. Alle sagen, kurze Zeit, dann kommt der endgültige große Parlamentsbau.
Und deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Dann dauert es 20 Jahre, bis der Wallot-Bau kommt. In dem Augenblick hat man diese Plenararchitektur sozusagen schon halb verinnerlicht und übernimmt sie ohne große Diskussion dann wieder. Und in Bonn ist es eigentlich so ähnlich. Erst macht man es wie im Reichstag und sagt, naja, jetzt am Anfang können wir nicht gleich zu so großen Änderungen greifen. Ne? Dann wird aber werden diese ganzen Reformdiskussionen eigentlich in Bonn immer überschattet, zum einen von der Frage, wenn wir jetzt in Bonn definitiv bauen, stellt das nicht die deutsche Einheit, den Anspruch auf Berlin als Hauptstadt und so weiter in Frage. Ne? Dann gibt es immer das Kostenargument. Ja? Also die Hinterbänkler sagen immer, auf gar keinen Fall kostenintensive Baumaßnahmen. Und dann ist natürlich völlig unklar, was man an die Stelle setzen soll. Also man ist sehr unzufrieden. Es gibt auch die ganzen Äußerungen. Eugen Gerstenmaier, der damalige Bundestagspräsident, hat immer gesagt, der Bundestag ist ein Hörsaal. Deswegen hatte ich erst bei ihm Professorium rausgehört. Also der Bundestag ist ein Hörsaal, aber kein Sprechort. Und diese Kritik ist in der frühen Bundesrepublik unglaublich verbreitet. Aber man kann sich eigentlich aus vielerlei Gründen im Grunde nicht zu einem neuen Arrangement durchringen. Und man weiß, hat irgendwie auch nie ein überzeugendes Konzept, was man eigentlich machen will. Breitl ist der Nächste auf meiner Liste. Ja, zunächst mal vielen Dank für den überaus spannenden Vortrag. Ich will mich jetzt mal auf zwei Fragen beschränken. Mir sind jetzt ganz viele durch den Kopf gegangen. Zunächst mal zur Weimarer Zeit. Sehe ich das richtig, dass das, was Sie jetzt gezeigt haben für die Bundesrepublik, dass sozusagen mit dem aufkommenden Oppositionsbegriff, der sich erst etablieren muss in der Bundesrepublik, dann so eine Diskussion auch mit dem Plenarsaal beginnt, dass es all das in Weimar überhaupt nicht gegeben hat? Ist es einfach stillschweigend so in Weimar fortgeführt worden? Das wäre dann die erste Frage, die Sie jetzt ja auch schon klar mit Nicken beantwortet haben. Und das Zweite ist jetzt auf die Bundesrepublik bezogen. Warum ist eigentlich diese Bundesratsbänke noch da? Denn das ist ja wirklich ein ganz archaisches Modell, und dass der Bundesrat noch als Regierungsbänke da inszeniert wird. Also da fragt man sich schon, was das jetzt soll. Und zwar provokativ gefragt, warum musst du überhaupt im Parlament sitzen, der Bundesrat? Mhm. Ja, also Bundestag sitzen. Sind zwei sehr gute Fragen. Also nur kurz nochmal zu Weimar. Also ich glaube, bei Weimar ist erstmal die Prägekraft dessen, was man hat, so stark. Ne? Das heißt also, man übernimmt den Reichstag. Der Reichstag kommt wieder in seinen Bau, versteht sich ja auch als Erbe des wilhelminischen Reichstags, ne? den man sozusagen als Vorläufer hat. Und es gibt keine irgendwie ernsthafte Diskussion, das zu verändern. Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen, das ist jetzt wirklich spekulativ, weil es eine explizite Diskussion nicht gibt, aber der stolz sozialdemokratische Minister jetzt da zu sitzen, wo einst diese kaiserlichen Staatssekretäre saßen, also jetzt sind wir die Obrigkeit, mag eine Rolle gespielt haben. Also das jedenfalls gibt es mir überhaupt keine bekannte Diskussion darüber. Und dann ist natürlich die Weimarer Zeit mit so vielen anderen Problemen belastet, dass die Vorstellung, jetzt fangen wir mal an, eine grundlegende Diskussion über den Plenarsaal zu führen, bauen neu oder sowas, sich einfach in der Zeit nicht stellt und die Republik die Zeit auch nicht hat, da einzutreten. Ja, die Bundesratsplätze in der Tat, ich will mal gerade kurz zurück zu dem Bild, in der Tat sind die aus meiner Sicht auch das wirklich erratischste Moment, was in der Architektur drinsteckt, aber sie sind natürlich für das ganze Arrangement mitentscheidend. Denn dass sie diesen großen Präsidialkörper da haben, das geht ja nur, wenn sie auch diese vielen Bundesratsplätze haben. Und es ist seit den Anfängen der Bundesrepublik völlig klar, die sind immer leer. Also gehen Sie mal, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal einfach tatsächlich in einer Bundestagssitzung war, die sind immer leer. Ja, da verirrt sich ab und zu ein dösender Parlamentsdiener in die letzte Reihe der Bundesratsbank, weil die immer leer ist. Und das ist also, es ist also im Grunde genommen ein völlig dysfunktionales Arrangement, was den Raum auch zusätzlich sozusagen zum Problem macht. Denn wenn Sie immer einen Teil der Bühne haben, es ist ja eine Bühne, ja, und die Bühne ist leer, das ist irgendwie tatsächlich irgendwie bedrückend. Ja? Und dass man das nicht geändert hat, liegt einfach daran, dass man dafür ja irgendwie den Bundesrat bräuchte. Also die muss man irgendwie überzeugen. Natürlich wollen die im entscheidenden Moment in der Feierstunde, möchten die Ministerpräsidenten da aber auch auftauchen und da in der ersten Reihe sitzen. Und dann können die denen nicht sagen, ja, aber da haben wir keine Plätze mehr für euch. Ne? Und dann gibt es natürlich noch tatsächlich ein verfassungsrechtliches Argument. Wir haben ein Rederecht von Bundesratsvertretern im Bundestag, von dem man aber sagen muss, das ist eben ein verfassungsrechtliches Rudiment aus dem Deutschen Kaiserreich. Also wir haben das noch, genau deswegen, weil ja ursprünglich das Rederecht der Bundesratsvertreter
das Rederecht der Regierung war. Das lag ja an dieser Bismarckschen Bundesratskonstruktion. Und die hat sich durch diese Verfassungen Weimar und Bonn hat sich das dann weitergeschleppt. Und deswegen gibt es weiterhin ein Rederecht von Bundesratsvertretern. Also irgendwo muss man die schon hinsetzen. Ja? Aber es gibt natürlich überhaupt keinen Grund, sie dort so prominent hinzusetzen, zumal funktional, es ist dysfunktional. Ja? Jede Bundestagssitzung auf neue zeigt, dass man das nicht braucht. Felix Berge. Ja, vielen Dank für den erhellenden, wie spannenden Vortrag. Sie haben ja zum Schluss auch die Elemente der Praxis angesprochen und da wird sich meine erste Frage anschließen. Wir wissen ja aus der Raumsoziologie, wie wichtig letztlich auch die menschliche Nutzung und Interaktion ist. Und da würde mich einfach interessieren, welche Kontinuitäten wir da auf dieser Ebene vielleicht haben. Also der Hammelsprung zum Beispiel, der ja, soweit ich weiß, auch noch ein Relikt der Bismarck-Zeit ist. Gibt es da noch ähnliche Phänomene, die wir in Verbindung mit dieser Raumkonstellation heute noch kennen? Und dann würde ich meine nächste Frage jetzt an das anschließen, was Sie gerade schon gesagt haben. Welche Debatten oder Diskussionen gab es denn im Umfeld des Umzugs dann in die neue Bundeshauptstadt Berlin? Sie haben ja schon gesagt, der Bundesrat wollte das nicht so wirklich, aber wie sah es da zum Beispiel in medialen Diskussionen, Debatten aus? Wurde sich da auch darüber bestritten oder wurde auch das dann wieder so hingenommen, wie es zumindest klang es für mich so in der Weimarer Zeit der Fall war? Ja, also ich würde den ersten Punkt, den Sie gemacht haben, würde ich sehr unterstreichen, also dass wir dürfen natürlich nicht nur auf die Räume gucken, sondern wir müssen eigentlich immer auf die soziale Praxis, die in den Räumen stattfindet, gucken. Ne? Und ich glaube, ein realistisches Bild auch der Wirkungen, die diese Säle hatten, kann man nur erzielen, auch jetzt in so einer historisch-komparativen Sichtweise, in der man guckt, welche soziale Praxis hat unter diesen räumlichen Bedingungen stattgefunden. Ne? Und ich hatte ja schon ein Beispiel erwähnt, also dass zum Beispiel dieses sozusagen interaktionswidrige Raumarrangement von den Parlamentariern im Reichstag ein bisschen unterlaufen wurde, dadurch, dass sie halt vom Platz gesprochen haben und damit indirekt demonstriert haben. Also so den Platz, den ihr uns zugedacht habt für das Wort, können wir unter diesen Bedingungen eigentlich nicht gut nutzen. Ne? Solche Elemente gibt es natürlich zahlreich. Man muss insgesamt, glaube ich, sagen, dass die Kontinuitätslinien zwischen Reichstag und Bundestag in vielen Bereichen enorm hoch sind. Also das betrifft die Selbstorganisation, etwa Struktur des Ältestenrats, ist natürlich ein Relikt aus dem Kaiserreich. Das betrifft viele Praktiken, die im Kaiserreich eingeübt worden sind und danach irgendwie wie alte Zöpfe nie wirklich abgeschnitten worden sind. Also ein schönes Beispiel, das anschaulich machen, ist etwa die Praxis des Ordnungsrufs gegenüber Regierungsvertretern. Also man weiß es im Bundestag bis heute nicht, ob man Regierungsvertreter wirklich zur Ordnung rufen darf. Man wusste es nämlich schon im Reichstag des Kaiserreichs nicht, weil Bismarck immer gesagt hat, also der Ordnungsgewalt des Reichstagspräsidenten unterstehen natürlich königlich-preußische Bundesratsbevollmächtigte nicht. Daraufhin haben die Reichstagspräsidenten in den 1870er Jahren eine Technik entwickelt, die man heute als hypothetischen Ordnungsruf bezeichnet. Das ist also die Aussage, Herr Minister, wenn Sie diese Äußerung als Abgeordneter getan hätten, müsste ich Ihnen einen Ordnungsruf erteilen. diese Technik wird heute noch von den Bundestagspräsidenten gegenüber Regierungsvertretern angewendet, obwohl die meisten Regierungsvertreter ja heute Parlamentarier sind, das heißt also Mitglieder des Bundestages. Und man könnte an vielen Stellen, glaube ich, könnte man das zeigen. Also die Kontinuitätslinien, die Prägekraft dieser Traditionen ist ungeheuer hoch. Ja? Und meistens wird sie fortgeschleppt, auch ohne dass nochmal jemand sehr stark darüber nachdenkt. Und so ist es bei den Raumarrangements, glaube ich, leider häufig auch. Ne? Ich habe jetzt Thomas Schlemmer auf meiner Liste, aber Thomas, wenn du erlaubst, würde ich gerne eine Frage aus dem Chat vorziehen. Das ist eine Rückfrage zu dem Plenarsaalmodell, das wir 1990 kurz in Bonn hatten. Sie haben es gerade eben gestreift. Und die Bitte ist, dass Sie darauf noch einmal eingehen könnten. Das war das Kreismodell. Vielleicht können Sie noch etwas zu der Idee sagen und wie es bei den Parlamentariern angekommen ist. Ja, ich hatte ja eben schon kurz darauf hingewiesen, ich habe das aus Zeitgründen jetzt hier nicht weiter ausgeführt. Das Kreismodell galt so in den 70er, 80er Jahren als der Ausweg. Also der Ausweg aus dieser ganzen kommunikativen Dysfunktionalität, die ja doch von vielen beklagt worden ist in der einen oder anderen Weise. Und man glaubte, mit dem Kreis kommt man da irgendwie raus.
Und tatsächlich hat ja dann auch Günter Behnisch bei der Rekonstruktion des Plenarsaals in Bonn dann in den frühen 90er Jahren einen runden Plenarsaal errichtet. An dem Ort, wo der alte Plenarsaal gestanden hatte, der ist ja dann abgerissen worden. Und dieser Plenarsaal hat aber dann eben nur für wenige Jahre dem Bundestag als Behausung gedient, weil dann schon der Beschluss zum Umzug nach Berlin kam. Der Kreis war eine Fantasie, glaube ich, in erster Linie von Einigkeit und Konsens. Er war auch eine antihierarchische Fantasie. Also diejenigen, die dem Kreis anhingen, sagten immer, jetzt sitzt die Regierung endlich unter uns. Man kann sie also in den zeitgenössischen Bundestagsdebatten nachlesen. Also geradezu ein mythisches Ereignis. Die Bundesregierung ist endlich unten. Man hat ja endlich die Regierungsplätze abgesenkt. Und jetzt wird sie auch noch sozusagen in den Kreis integriert. Also man hatte stark einerseits ein antihierarchisches Element und andererseits dieses Element von Konsens, Gemeinsamkeit, Streitüberwindung. Ob das sehr funktional war, da habe ich meine großen Zweifel. Ich glaube, das sieht man auch teilweise an den runden Plenarsälen heute in den Landesparlamenten, denn man hat ansonsten alles beibehalten. Man hat das Präsidium beibehalten, man hat das Rednerpult beibehalten vor dem Präsidium und hat die Abgeordneten drumherum gesetzt. Und das führt natürlich im Kreis dazu, dass nicht alle Teilnehmer einander sehen können. Das heißt, teilweise haben sie die Kollegen nicht sehen können, teilweise konnte man den Redner nur von hinten sehen und ähnliche Probleme. Also der Kreis hat eigentlich, so charmant er aus dieser konsensualen Perspektive ist, funktional als Parlament erhebliche Probleme. Jedenfalls dann, wenn nicht wirklich alle Teilnehmer vom Platz sprechen. Ja, und das war im Bundestag nie eine Option. Man wollte gleichzeitig, dass wieder die klassische Rednertribüne da ist, die Abgeordneten mit ihrem Manuskript ans Rednerpult treten. Alles bleibt wie vorher, aber wir sitzen jetzt im Kreis. Ja. Das hat tatsächlich auch nicht gut funktioniert. Und diese ernüchternden Erfahrungen mit dem Kreis waren dann eigentlich auch der Grund dafür, warum man dann bei dem bevorstehenden Umzug nach Berlin den Beschluss des Bundestages gefasst hat, dann in dieses elliptische Modell überzugehen. Also das ist, glaube ich, sehr stark zu erklären aus der Desillusionierung über die Erfahrungen im Bonner Kreis. Und dann, was aber irgendwie die Hartnäckigkeit auch der deutschen Plenararchitektur seit 1871 zeigt, kehrt man irgendwie dann doch in gewandelter Form wieder zu dem Modell zurück, was schon der Reichstag hatte. Man kommt davon irgendwie nicht los. Man hat es natürlich jetzt bereinigt. Die Regierung hat keinen großen Holzkasten mehr. Sie sitzt auch nicht mehr erhöht. Eine Stufe ist allerdings noch da. Und die ist damals tatsächlich auch eine bisschen publizistische Diskussion geführt worden. Man kann es auch nachvollziehen, wenn man die zeitgenössischen Unterlagen liest. Es ist in der Tat nicht fernliegend, dass die damalige Bundesregierung Helmut Kohls und ihre Mehrheit mit der Stufe ein letztes kleines Hierarchiesignal im Verhältnis von Regierung und Parlament setzen wollten, gleichzeitig aber nicht mehr in der Lage waren, das öffentlich zu kommunizieren. Und das Ergebnis ist, dass wir diese Stufe heute haben. Die Erklärung der Regierungsvertreter war damals, das sei aus Sichtgründen. Also die beiden Seiten der Ellipse könnten sich besser gegenseitig wahrnehmen, wenn es die Stufe gibt. Daran kann man seine Zweifel haben. Es ist ein kleines Hierarchiesignal, das aber eigentlich im Grunde verdruckst daherkommt, nicht eingestanden ist und auch nicht wirklich sozusagen von denen, die es vertreten haben, ernsthaft sozusagen als, ja, wir wollen die Regierung stärker als das Parlament vertreten worden ist. Thomas, dann würde ich dich jetzt bitten. Danke, Bernhard. Ich möchte nach einem anderen Parlamentarismus fragen, nämlich nach dem Länderparlamentarismus und nach den Länderplenarsälen. Ich meine, letztlich haben wir ja in der Bundesrepublik dann 11 Parlamente, 11 Plenarsäle, die zum Teil in historischen Gebäuden entweder residieren oder wie in Bayern dorthin verpflanzt worden sind nach der Zerstörung des ursprünglichen Landtagsgebäudes. Wir haben Landtage, die ganz neu gebaut werden, wie in Düsseldorf. In Ländern, die neu entstehen oder in Ländern, wie es in der Bayerischen Verfassung heißt, also eine mehr als tausendjährige Tradition zurückblicken. Das macht natürlich etwas, sowohl mit dem Selbstverständnis von Parlamentariern als auch mit dem Selbstverständnis von Parlamentsarchitektur. Und nun ist Föderalismus ja so etwas wie ein Experimentierfeld der Politik, sowohl als soziale Praxis als auch als Repräsentationsinstrument. Und man könnte vielleicht mal versuchen, den Blick etwas zu weiten, um mal zu sehen, ob wir in den Ländern experimentierfreudiger waren. Ja, das ist natürlich völlig berechtigt, die Frage nach den Länderparlamenten. Ich finde es eigentlich bemerkenswert, dass es eher häufig Parallelentwicklungen gegeben hat.
Also wenn Sie in die Landtage sozusagen der frühen Bundesrepublik gucken, kann man grob sagen, meistens Klassenzimmerarchitektur mit erhöhter Präsidiumsseite und Regierung auf dem Podium. Ne? Also so sieht das fast überall aus. Die Säle sind ja meistens auch zerstört. Man, ne? Also das ist recht verbreitet. Ne? Und diese Klassenzimmerarchitektur wird dann seit den 1960er Jahren, die Bundesrepublik kommt zu Wohlstand, man denkt an Neubauten von Parlamenten und so weiter, schrittweise erneuert. Und da kommt langsam, kommen dann etwas andere Säle auf. Die stärkste Faszination hat aber da auch der Kreis ausgeübt. Also wir haben ja wirklich relativ viel seit dem Plenarsaal Nordrhein-Westfalen von 1988. Schrittweise haben Länder auf den Kreis umgestellt. Ich glaube, inzwischen sind 7 oder 8 Bundesländer, die den Kreis haben. Also diese Phase, die in Bonn so eine Zwischenphase war und die wir jetzt sozusagen schon so halb vergessen haben, weil sie eben nur kurz war und nicht geprägt hat, ist in den Länderparlamenten eigentlich noch präsent. Ja. Aber ich glaube, alle Probleme der Kreisarchitektur stellen sich da auch. Ja. Also es ist im Grunde, also der Kreis als wirklich überzeugendes parlamentarisches Modell scheint sich mir da auch nicht wirklich etabliert zu haben. Was man aber, finde ich, beobachten kann und was interessant ist, ist, dass wenn es überhaupt eine ernsthafte, realistische Alternative zu unserem klassischen Plenardesign je gegeben hat in Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dann ist es allein der Kreis. Was anderes war eigentlich nie im Angebot. Also jemand, der ernsthaft gesagt hat, machen wir es doch wie in Italien oder machen wir es wie in Frankreich, das gibt es nicht. Sondern es gibt entweder sozusagen dieses klassische irgendwie Reichstagsmodell oder es gibt die Fantasie vom Kreis. Also das scheint unser architektonisches Angebot zu sein, was ich persönlich eher deprimierend finde, aber gut. Ich darf da noch hinzufügen, in dem Buch kommt Bayern vor. Das Maximilianeum und zwar als Beispiel für eine besonders fiese, große und erdrückende Regierung. Das aber nur am Rande, bevor Günther, ich dir das Wort für die Frage gebe, schalte ich noch eine aus dem Chat dazwischen. Und zwar lautet die Frage, warum dürfen die Staatssekretäre und andere Ministeriumsvertreter bis heute unter der Regierung sitzen? Sie sind ja abgesehen von den parlamentarischen Staatssekretären reine Beamte. Zeigt sich auch hier die Tradition des Kaiserreichs? Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass es einer der wesentlichen Punkte ist. Ich habe das in dem Buch auch ausführlicher beschrieben. Die Besonderheit der Deutschen Regierungsbank ist ja seit dem 19. Jahrhundert, dass sie in starkem Umfang eben immer Beamtenbank war. In der konstitutionellen Monarchie ist das selbstverständlich. Da sind ja auch die Minister Beamte. Also es ist im Grunde klar, in den Plenarsälen treten Beamte auf. Und mit dieser sozusagen Beamtentradition auf der Regierungsbank hat man bei uns nie grundlegend gebrochen. Also im Kaiserreich selbstverständlich nicht. Die Bundesratsvertreter sind selbstverständlich Beamte. Darüber denkt niemand nach. In Weimar hat man dann sozusagen die Kombination oder beginnt die Kombination zu entwickeln, die wir heute noch haben. Man hat einerseits gewählte Politiker. Die Minister sind in der Regel auch schon in Weimar ja gewählte Politiker und Reichstagsabgeordnete. Und daneben hat man, wie selbstverständlich die Staatssekretäre der Reichsministerien und eigentlich damals auch immer noch die Ministerialdirektoren, also die nächst niedrigere Hierarchieebene des Ministeriums, die tauchen da auf. Ja? Und die tauchen in sehr viel größerer Zahl auf, als das heute im Bundestag der Fall ist. Das hat sich also sehr gewandelt. Die frühe Bundesrepublik ähnelt insofern sehr stark Weimar. Wenn Sie die Bilder sehen, ich habe ja ein Bild gezeigt mit von Josef Strauß da auf der Regierungsbank. Es gibt andere Bilder, die zeigen eben eine vollgepackte Regierungsbank mit unendlichen Ministerialbeamten, die in der zweiten und dritten Reihe sitzen. Jeder Minister hat seinen Staatssekretär dabei. Jeder Staatssekretär bringt seinen Ministerialdirektor mit. Also diese Regierungsbank ist in der frühen Bundesrepublik noch sehr stark auch eine Beamtenbank. Und man kann vielleicht auch sagen, die Inszenierung ist eben sehr stark auch so. Die Regierung tritt bei uns traditionell als Spitze des Verwaltungsapparates auf. Das ist das, was sie im, wie sie im Bundestag auftritt. Und eben nicht so sehr als das, was sie politisch ja auch ist, nämlich Spitze der Parlamentsmehrheit. Das ist natürlich ein deutlicher Kontrast etwa zum britischen System, wo ja ganz klar ist, die Regierung sitzt sozusagen vor ihren Abgeordneten. Das Ganze hat sich natürlich enorm gewandelt in der Zeit der Bundesrepublik dadurch, dass wir heute, da haben Sie gerade schon in der Frage im Chat darauf hingewiesen, die parlamentarischen Staatssekretäre haben. Also seit den späten 60er Jahren haben wir eine besondere Form von Staatssekretären. Das sind Staatssekretäre, die gleichzeitig Parlamentarier sind und die im Grunde in die Ministerialhierarchie nicht wirklich eingebunden sind.
Und paradoxerweise ist eine der zentralen Aufgaben dieser parlamentarischen Staatssekretäre gerade die Kommunikation mit dem Parlament, was dann dazu führt, dass also im Parlament sozusagen andere Parlamentarier als Regierungsvertreter für die Kommunikation zuständig sind. Und wenn man heute fragt, wer sitzt denn da eigentlich auf der Regierungsbank in einer ganz normalen Bundestagssitzung, wird man sagen, da sitzt der parlamentarische Staatssekretär. Ja? Und das ist hinten in der letzten Reihe, das ist heute die eigentliche Beamtenbank, sitzen dann noch die Beamten aus dem Ministerium, die er mitgebracht hat. Also das ist das, was übrig geblieben ist. Es ist bescheiden geworden, würde ich sagen. Die eigentliche Beamtenreihe ist nur noch die letzte Reihe, die keine Pulte hat in der Regierungsbank. Das ist also deutlich abgespeckt gegenüber dieser älteren, sehr starken Inszenierung der Bürokratie. Aber die Reste davon sind selbstverständlich vorhanden und man sieht es auch in den vielen Reihen der Regierungsbank. Vielleicht das noch als sozusagen Hinweis. Wir haben 37 Plätze. Das ist im internationalen Vergleich enorm viel. Es gibt kaum eine Regierungsbank, die so viele Plätze hat wie die deutsche Regierungsbank. Also internationaler Standard sind so um die 20 Plätze. Und dann denkt man meistens daran, dass da 10 Minister sitzen und vielleicht noch ein paar Beamte mitbringen. Also das ist eigentlich relativ typisch. So ist es zum Beispiel in der Assemblée Nationale in Paris. Aber bei uns, selbst in diesen 37 Plätzen, steckt noch ein Rest von dieser ehemals übermächtigen bürokratischen Tradition drin. Die nächste Frage hat Günther Opitz. Ja, also auch von meiner Seite vielen Dank für diesen inspirierenden Vortrag. Ich wollte noch mal einen Aspekt einbringen, den man, finde ich, auch hier auf dem Foto, was wir hinter Ihnen sehen, gut sieht. Und zwar, da sieht man schon, dass das Publikum ja auch eine andere Inszenierung bekommen hat in diesem Reichstag. Ich kann mich noch gut erinnern, als der Umbau eben lief und das Sir Norman Foster, dass eben natürlich die Glaskuppel eine der meist diskutierten Dinge an dem Plenarsaal war, dass man von oben reinsehen kann, die Transparenz, das Glas, dass man zwar ein bisschen aus Bonn auch mittransportierte in der Ding, aber natürlich nochmal eine ganz andere Dimension irgendwie zeigte. Und insofern würde mich nochmal interessieren, wie hat sich denn zeithistorisch so gesehen die Einbindung des Publikums eigentlich verändert in den Plenarsaal. Das wäre so ein bisschen der eine Aspekt, der mir kam. Und der andere, den man an diesem Foto ganz gut sieht, diese eingehängten Publikumsbänke, die man hier so sieht, die haben ja architektonisch unter Umständen auch in anderen Saalkonstruktionen eine Mode erhalten. Also wenn man zum Beispiel an Konzertsäle denkt, also der Wiener Musikverein ist eben eine Schuhschachtel, ist quadratisch etc., hat für Balkone etc. Ähnliches. Heutzutage werden Konzertsäle eher rund gebaut mit eben solchen eingehängten Balkonen etc. Da hat sich also insgesamt in der ganzen Saalarchitektur sehr viel gedreht und vielleicht auch irgendwie sind solche Elemente auch immer wieder in solche Sachen mit eingeflossen. Das sind so Gedanken, die mir noch kamen. Ja, also ich glaube, das ist eine eigene Untersuchung wert, ehrlich gesagt. Also die ja meines Wissens nicht gemacht worden ist. Also bis jetzt, also sozusagen auch die Entwicklung, also da müsste man das Quellenmaterial sich auch immer genau angucken, wie hat sich das eigentlich mit der Beteiligung des Publikums entwickelt, auch diese Frage mit diesen Schülergruppen und wer sitzt da eigentlich auf diesen Tribünen. Also ich habe über einen längeren Zeitraum hinweg Plenarsaal-Beobachtung gemacht. Also ich habe hier auf der Pressetribüne, also das ist die Pressetribüne, die Sie da jetzt hier links auf dem Bild sehen, da sitzt eigentlich normalerweise nur Pressevertreter. Von dort aus durfte ich sozusagen den Bundestag beobachten. Da denkt man natürlich auch stärker nochmal über das Publikum nach. Ne? Und das ist halt also schon sehr stark im Grunde Schülergruppen, Besuchergruppen. Das ist das typische Publikum des Bundestages und das ist, sagen wir mal, schweigsam und in der Regel apathisch. Ja, und verlässt irgendwie so nach einer Dreiviertelstunde dann mit, also Roger Willemsen in seinem schönen Buch über den Bundestag schreibt, sie verlassen nach einer Dreiviertelstunde mit erloschenem Blick die Tribüne. Und ich kann nur sagen, ja, so ist es. Und es gibt natürlich die seltene Ausnahme, große Tage im Bundestag, große Debatten und Ähnliches. Aber wer so eine ganz normale Plenarsitzung als Teil einer Schülergruppe erlebt, ist, glaube ich, in großem Umfang desillusioniert über den Parlamentarismus in seiner Realität. Wenn jetzt hier aus der Runde keine Frage, doch. Dann halte ich den Mund und mache es von hinten nach vorne, antihierarchisch. Also vielen Dank für den Vortrag. Ich habe zwei Fragen, und zwar zwei auch komparativen Fragen.
Wir haben in diesem Vortrag auch viel von dem Streit um Höhe gehört. Was mit der Tiefe? Ich habe nämlich auch aus diesem Bild den Eindruck, dass den deutschen Abgeordneten viel mehr Tiefe gewährt wird als zum Beispiel unseren Franzosen Deputés zum Beispiel. Und wobei die Deputés auch viel mehr Höhe haben, also die Assemblée Nationale wird in die Höhe getrieben, das ist auch, wie Sie das erwähnt haben, in anderen Gebäuden der Fall. Also haben Sie auch dazu Bemerkungen? Und dann eine zweite Frage, was mit nicht-europäischen Vorbildern, also und dann wirklich nämlich an den Kongress in den USA, bildet es auch irgendwie für die deutsche Demokratie, die nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich sich auch sehr viel am amerikanischen Vorbild gebaut hat, auch räumlich ein Vorbild? Mhm. Ja, vielen Dank. Also auf den ersten Aspekt hatte ich ja schon hingewiesen, ich möchte das aber gerne nochmal unterstreichen. Also ich glaube, man macht sich nicht klar, in welchem Ausmaß traditionelle Plenarsäle diese Amphitheaterstruktur, die Sie gerade nochmal beschrieben haben, folgen. Also stark ansteigende Ränge. Das ist ja das Modell, was die Assemblée Nationale im Palais Bourbon hat. So sehen aber auch die Säle in Italien etwa aus. Also das ist häufiger, als man denkt. Und ich glaube, wir haben das so ein bisschen vergessen. Also ich finde, wenn man als Deutscher so einen Plenarsaal betritt, hat man irgendwie das Gefühl, oh, so könnte das sein. Der Reichstag im Übrigen hat stärker noch so ausgesehen. Ja, der Reichstag hatte stark ansteigende Ränge, deswegen bin ich auch vorsichtig mit der Aussage, wir schleppen einfach den Reichstag fort. Ich fürchte, wir schleppen teilweise sogar etwas fort, was im Reichstag noch gar nicht so schlimm war. Wir schleppen eher den ersten Bundestag fort, nämlich mit dieser großen Tiefe der Staffelung, den wenig ansteigenden Reihen. Das ist ja für den Bundestag weiter charakteristisch. Und natürlich auch die Weite des Raums. Also es liegt auch teilweise natürlich an der großen Zahl der Abgeordneten, es liegt aber auch daran, dass wirklich jeder Abgeordnete seinen eigenen Platz mit Abstand und so weiter hat. Das braucht einfach sehr viel Raum und das zieht das Ganze in die Weite. Und das ist, glaube ich, auch gleichzeitig, würde ich sagen, problematisch im Hinblick auf die Gleichheit der Abgeordneten. Denn wenn das eher so der Klassenzimmerarchitektur sich annähert, dann entsteht natürlich das klassische Problem, wer sitzt in der ersten Reihe, wer sitzt hinten. Und das wollte man im Grunde durch das Amphitheater ja gerade ausgleichen, indem man sagt, ja, ich sitze höher, aber ich habe dann möglicherweise auch einen besseren Blick und alle sind nicht besonders weit entfernt. Also die Assemblée Nationale in Paris wirkt ja vergleichsweise intim, ja? Also wie ein kleines Theater. Diese deutschen Plenarsäle durch ihre Weite und durch ihre Tiefe erzeugen, glaube ich, weitere hierarchische Elemente auch unter den Abgeordneten selber. Das scheint mir ein wichtiger Faktor in der Wahrnehmung der Säle zu sein, ne? Kongress USA, gut, das ist natürlich eine große andere Welt. Für die deutschen Plenarsäle muss man sagen, hat das amerikanische Vorbild eigentlich keine Rolle gespielt. Das liegt auch daran natürlich, dass das Interessante an den US-amerikanischen Sälen natürlich ist, dass sie Säle ohne Regierung sind. Also wir haben keine Plätze für den Präsidenten in den Kongresskammern auf dem Kapitol. Wir haben keine Plätze für die Mitglieder des amerikanischen Kabinetts, sondern wir haben einfach nur Abgeordnetenplätze. Ich finde das im Kontrast interessant, im Buch gibt es auch ein Kapitel dazu, weil natürlich die Frage, was macht man, wenn man die Regierung aus dem Parlament heraushält? Was fehlt, wenn die Regierung sozusagen nicht da ist? Nochmal einen interessanten Blick auf die Funktion der Regierungsplätze wirft. Und es hat mit Sicherheit sehr viel jedenfalls damit zu tun, dass wir es eben nicht mit einem parlamentarischen Regierungssystem zu tun haben und dass eben das Kabinett und auch der Präsident in keinerlei Verantwortlichkeitsbeziehung zum Kongress stehen, sondern ein bisschen nebeneinander herleben. Und das führt ja in der amerikanischen Verfassungsgeschichte, wie man weiß, auch immer wieder zu erheblichen Konflikten zwischen Parlament und Präsident, die sich in dieser räumlichen Nichtbegegnung in gewisser Weise auch ganz gut abbilden. So, Ihr Nachbar hatte die nächste Frage. Bin ich das dann? Sie kommen danach. Dann habe ich noch eine in der ersten Reihe. Vielen Dank. Zwei Fragen. Die erste ist, warum hatte das Westminster-System keinen Einfluss? Also in diese Debatten in der Nachkriegszeit, ging das über Gelder oder war das Kreismodell eher popular? Und zweites Punkt, eher etwas komparativer.
im Westminster-System, das hat auch das ein ähnliches Problem wie bei der Beamtenbank halt, dass eine Seite des Hauses ist halt the government benches. Das sind halt Minister, das ist fast kein Platz für also andere Abgeordnete von selben Partei, so spricht immer die Ministers an. Ja. Ja, also, okay. Also zwei Aspekte. Das eine ist, also es hat Einfluss von Westminster gegeben auf die deutschen Diskussionen, nämlich in den späten 50ern und 60er Jahren. In den späten 50er und 60er Jahren sind viele davon überzeugt, dass Westminster eigentlich die Zukunft des deutschen Parlamentarismus ist. Teilweise auch noch mit der Vorstellung, dass man dann irgendwie wieder respektabel zu den Nachkriegsdemokratien aufrückt. Ne? Also das und dann noch das alte Prestige des britischen Parlaments aus dem 19. Jahrhundert und ähnliches. Also das spielt eine große Rolle. Ich hatte ja erwähnt, dass es sogar diesen Bundestag 1961 gab, umzubauen. Hm? Woran ist das gescheitert? Also gescheitert ist das, glaube ich, tatsächlich an etwas, was man bei deutschen Diskussionen über solche Themen häufiger beobachtet, nämlich an der Traumhaftigkeit dieser Diskussion. Also es gab keine ernsthafte Vermittlung dieser Idealisierung von Großbritannien mit den deutschen verfassungsrechtlichen, politischen und sonstigen Verhältnissen. Also man hatte kein Zwei-Parteien-System. Man wollte natürlich, dass trotzdem alle Abgeordneten ihren Platz und ihre Bank bekommen, was in Westminster keineswegs der Fall ist. Ich glaube, ein Drittel der Abgeordneten hat überhaupt keine Plätze in Westminster. Ne? Da ging es dann schon los. Ja? Und es gibt Bilder, Entwürfe von, wie sozusagen der Bundestag Westminster-mäßig ausgesehen hätte. Und man ist ein bisschen an die große Halle des Volkes erinnert, ja, weil so unendlich viele Leute sind. Das sind ganz pragmatisch große Probleme gewesen, die das hatte, ganz abgesehen davon, dass das ganze System in keiner Weise, wie ich ja versucht habe darzulegen und eigentlich bis heute nicht darauf ausgerichtet ist, wirklich eine Art von direkter Interaktion zwischen Regierung und Opposition permanent zu inszenieren, immer wieder sozusagen auch die Opposition zu legitimieren. Das ist ja ein starkes Stück des britischen Parlamentarismus, die Legitimation der Opposition als ewiger Dissens zur Regierung. Das alles ist unserem System weiterhin, ich glaube, radikal fremd. Insofern überrascht mich das Scheitern sozusagen dieser Reformvolksgruppe nicht. Ich finde im Nachhinein eher interessant, wie sehr es eine Zeit lang Leute gab, die sagten, das ist die Zukunft. Ne? Und man muss mitdenken, dass diese Leute gleichzeitig auch glaubten, man kann das Mehrheitswahlrecht einführen und dadurch möglicherweise Großbritannien noch näher kommen. Also das alles hat sich nicht realisiert und deswegen wirkt das heute sozusagen aus dem Abstand eben dann auch fremder. Ne? Ja, ich glaube... Ja, ich fand Ihre Bemerkung, die symbolische Inszenierung des Dissens, sehr bemerkenswerte Formulierung. Jetzt in Ihrer vorherigen Antwort gingen Sie auch auf das Problem ein, dass Westminster hier nicht oder sehr gering im Bundestag verwirklicht wurde. Das war jetzt auch meine Frage. Ich sehe hier keinen bevorzugten Raum für die Opposition, um die herausgehobene Bedeutung, nämlich Demokratie ist ja im Grunde genommen Streit, auch wenn das unsere Medien immer negativ hinstellen, aber letztlich ist das ja das Wesen der Demokratie, dass die Opposition hier keinen besonderen Raum findet, weil der Dissens wahrscheinlich auch nicht sehr geliebt wird. Das ist mein erster Aspekt, den ich ansprechen möchte. Und der zweite Aspekt ist, den ich jetzt in Ihrem Vortrag nicht, wohl aus Zeitgründen nicht gehört habe, der Streit der Fraktionen, wenn nach der Bundestagswahl eben praktisch alles neu verhandelt wird, der Streit der Fraktionen, wo sie jetzt sitzen, dass niemand neben der AfD sitzen will, dass die AfD ganz rechts und wer links sitzt und so weiter, wenn Sie dazu noch ein paar Sätze sagen können. Gerne. Ja, also der erste Punkt ist aus meiner Sicht wirklich der erste Punkt, den Sie machen, ist aus meiner Sicht wirklich der zentrale. Also ich glaube schon, dass wir in der deutschen politischen Kultur nach wie vor doch ein größeres Problem mit Streit haben. Streit ist immer schnell, irgendwie wird immer schnell als problematisch beschrieben. Die sollen sich doch einigen und so etwas, man soll doch zusammenfinden. Also dieser kulturelle Grundimpuls ist glaube ich, bei uns nach wie vor sehr stark.
Und der wirkt natürlich genau dieser sozusagen symbolischen Inszenierung und Legitimierung von Dissens entgegen. Also der, insofern glaube ich, dass ein Stück in diesen Regierungsplätzen, die da irgendwie im Abseits sitzen, nicht ganz in den Streit verwickelt werden, nahe beim Präsidium sind, ein Rest von diesen Vorstellungen mitschwingt. Ja, und die werden ja im Kreis auf andere Weise auch wieder mobilisiert, weil der Kreis ja im Grunde so populär ist, weil er genau diese streitüberwindende Konsensfindungsfunktion irgendwie räumlich anzulegen scheint. Also da, das ist, glaube ich, was sehr Grundlegendes und das steckt genau in diesem Arrangement drin. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht stärker gesprochen, das ist ein großes eigenes Thema, im Grunde über Sitzordnung unter den Abgeordneten. Selbstverständlich haben wir eine Tradition, die letztlich auf die französische Restauration nach 1815 zurückgeht, in der die in Anführungszeichen konservativen Parteien rechts auf der rechten Seite des Plenums sitzen und die irgendwie fortschrittlichen Parteien, ursprünglich die Liberalen, dann irgendwann die Sozialdemokraten und so weiter auf der linken Seite sitzen. Rechtlich ist es so, dass der Bundestag das selbst entscheidet. Und das heißt im Klartext, am Ende entscheidet das die Parlamentsmehrheit. In der Bundesrepublik eingeübt hatte man lange Zeit natürlich ein Arrangement, in dem ganz rechts die FDP saß, als sozusagen nationalliberales Erbe aus älteren Zeiten, dann eben CDU, CSU und dann sozusagen sich das nach links aufgefächert hat. Und das ist natürlich durch die AfD sozusagen durcheinander geraten. Deswegen entstand ja genau die Situation, dass plötzlich AfD und FDP Nachbarn waren. Und es hat eben, ich habe das selbst bei meiner Parlamentsbeobachtung sehr intensiv feststellen können, die AfD ist halt kein sehr sympathischer Nachbar in einem Parlament. Und das fanden die FDP-Abgeordneten, die nahe an der AfD saßen auch, und haben das Problem jetzt sozusagen zulasten der CDU-CSU gelöst, was jetzt natürlich auch ihrerseits, seinerseits irgendwie ein Problem ist. Ne? Aber am Ende sind das Mehrheitsentscheidungen. Ja? Die FDP ist jetzt in der Regierung, das heißt, die Mehrheit des Bundestages hat sie deswegen für sich mobilisieren können und dadurch ist das pragmatisch geändert worden. Ne? Also wir haben einerseits diese Tiefenschicht, die irgendwie rechts-links im Plenum natürlich behält. Das wird ja weiterhin von allen geteilt. Aber was rechts und links ist, wissen ja viele auch nicht mehr so deutlich, wie das vielleicht in älteren Zeiten der Fall war. Ne? Und gleichzeitig gibt es natürlich die Möglichkeit der Mehrheitsentscheidung, wenn einem die Sitzordnung nicht passt. Ich habe jetzt eine letzte Frage und würde die angesichts Wie sind die Besuchergruppen? Mit was für Gesichtern sind die rausgegangen? Mit erloschenem Blick. Wir nähern uns noch nicht dem Verlöschen des Blickes, aber die Sehnsucht nach dem anschließenden Empfang zeichnet sich doch allmählich ab. Deswegen haben Sie jetzt die Schlussfrage. Ja, danke. Ich möchte nochmal auf das Spannungsverhältnis tatsächlich zwischen Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung eingehen, was Sie auch so ein bisschen angedeutet hatten. Sie waren vorhin bereit zu sagen, die Regierung ist die Spitze der Parlamentsmehrheit. Ich glaube, damit tun wir den Regierungsfraktionen des Bundestags großen Unrecht, weil das Parlament hat doch nochmal eine eigene Rolle auch innerhalb ihrer Mehrheitskonstellation. Und das wollte ich nochmal anmerken. Aber ich glaube, die Frage, und da komme ich jetzt ein bisschen auf das amerikanische Modell zurück, das wir auch schon erwähnt hatten, die einfach nicht geklärt ist, für wen soll der Plenarsaal eigentlich Raum zur Diskussion sein? Ist es tatsächlich der Dissens zwischen der Regierung und der Opposition oder ist das Parlament tatsächlich der Raum des Parlaments untereinander und die Regierung spielt nur eine beobachtende Rolle, was de facto nicht der Fall ist? Aber ich glaube, diese Frage ist einfach nicht geklärt und deswegen befindet man sich in diesem Übergangsstadium zwischen, man redet ja auch zum Parlament, man möchte die Regierung nicht exkludieren, aber man weiß auch nicht so wirklich, wie man sie integriert. Und dementsprechend haben wir dieses Zwischenmodell, wo keiner weiß, wo soll sie eigentlich hin. Ja, das würde ich sehr teilen, was Sie gerade als letztes gesagt haben. Also und das spiegelt sich eben in dieser schizophrenen Situation des Oppositionsredners am Rednerpult wieder, ne? Bei dem wir ja immer sehen, wenn wir Bundestagsbilder sehen, dass er nicht weiß, wo er hingucken soll. Dann wendet er sich nochmal der Regierung zu, dann wendet er sich nochmal dem Plenum zu. Also er hat sozusagen zwei Adressaten, die er nicht gleichzeitig bedienen kann. Also für den Oppositionsredner ist das keine schöne Situation, aber das ist sozusagen Erbe des Sommers 1871, und wir halten treu an ihm fest. Ich meine schon, dass Sie recht haben, dass wir sozusagen, ich weiß nicht, ob man das als Zwischenstadium beschreiben kann, aber es spricht im Grunde
eine gewisse Funktion der Regierung im System an, dass sie einerseits eben diese politische Führungsfunktion auch gegenüber der Parlamentsmehrheit hat, was ja politisch in der politischen Realität auch durchaus der Fall ist, ja, und sie gleichzeitig ein Stückchen sich davon distanziert, ein Stückchen diese Amtsautorität wahrnimmt, ein Stückchen sozusagen überparteilich auftritt, das bedient, glaube ich, durchaus bestimmte Sehnsüchte, die in der Bevölkerung nach wie vor vorhanden sind. Ja? Ob man die jetzt obrigkeitsstaatlich nennen will oder nicht, ist, glaube ich, ist mehr so eine terminologische Frage, aber es ist die Sehnsucht nach irgendwie diesem Überparteilichen in der Regierung. Die Regierung, die nicht einfach nur im kleinen Parteihickhack sozusagen aufgeht. Und diese Sehnsucht ist, glaube ich, da und die wird durch dieses Plenararrangement auf jeden Fall sozusagen unterfüttert und unterstützt. Wenn Sie auf die Regierungsfraktionen noch eingegangen sind, das scheint mir ein wichtiger Aspekt zu sein. Natürlich ist es so, und deswegen sind auch die Regierungsfraktionen, glaube ich, ein Teil der Akteure, die im Grunde das Arrangement gut finden. Weil das Arrangement, dadurch, dass es den Bundestag und die Regierung sozusagen symbolisch gegenüberstellt, auch die Regierungsfraktionen noch als Teil des Parlaments und auch als Gegenüber der Regierung versteht. Und das erzählen Regierungsfraktionen sehr gerne von sich selbst. Ja. Der Punkt ist nur der, und ich glaube, das ist das Problem mit den Plenarsälen, im Plenarsaal spielt das keine Rolle. Also die Regierungsfraktionen sind wichtig, ja, aber sie sind hinter den Kulissen wichtig. Die Regierungsfraktionen werden den Dissens mit der Regierung in der Regel nicht im Plenarsaal austragen, sondern sie werden hinter den Kulissen austragen, ne? Und im Plenarsaal werden sie natürlich die Position der Regierung unterstützen. Das erleben wir ja dauernd. Ne? Und deswegen glaube ich, also wenn wir wirklich über das Plenararrangement sprechen, dass da die Regierungsfraktionen eigentlich im Grunde genommen keine eigenständig starke Rolle spielen können. Und das sehen wir auch in allen Bundestagsdebatten. Sie kriegen aus den Regierungsfraktionen Beifall für die Bundesregierung, für ihre guten Projekte, für das, was sie wieder geleistet hat. Also sie kriegen eben nicht diese Position, die die Regierungsfraktionen durchaus haben, die sie aber in der Regel hinter den Kulissen und hinter verschlossenen Türen ausüben. Man kann das sehr schön sehen, gucken sich einmal eine Befragung der Bundesregierung an. Ja, jeden Mittwoch um 13 Uhr, da ist es eigentlich immer so, dass die irgendwie kritischen Fragen kommen immer von den Oppositionsfraktionen und immer diese harmlosen Fragen von den Regierungsfraktionen, die eben sagen, Herr Minister, können Sie noch mal sagen, welche großen Leistungen Sie gerade in Bali, also das ist die typische Regierungsfrage, ne? Und der Oppositionsredner sagt natürlich, hat die Bundesregierung wieder mal sozusagen grundlegend versagt. Herr Schönberger, ganz herzlichen Dank für den Vortrag und Sie sehen, was für ein Echo er hervorgerufen hat. Und dieses Echo verebbt nicht, sondern wir setzen es fort bei einem Glas, was auch immer Sie gerne trinken möchten. Wir haben das eine oder andere anzubieten. Es gibt ein paar Häppchen dazu und wir setzen in lockerer Atmosphäre dann das Gespräch jetzt gerne fort. Vielen, vielen Dank.